Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Heute habe ich euch wieder eine Kakerlakenparty mitgebracht. Das heißt, das Hörspiel von unserem Format. Ihr hört heute alles, was in der vergangenen Woche von Montag bis Freitag so an neue Videos gekommen ist. Noch einmal, allerdings ohne meine Kommentare dazwischen. Das heißt, alles uncut. Das Einzige, was hier nur gecuttet ist, ist das ganze Video an sich. Also, dass man das am Stück hören kann. Ja, und dass die Pausen nicht so extrem lang sind. Die sind hier automatisch rausgecuttet. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Video und unserem neuen Hörspiel. Hallo, bin ich mit Angelo Mörser? Wie bitte? Mit Angelo Mörser? Ich kann Sie ganz schlecht verstehen. Können Sie das bitte nochmal deutlich wiederholen? Also, ich frage nach Ihrem Namen. Angelo Merte, ja? Ja, Angelo Merte, ja, genau. Angelo, okay. Also, melde mich von Swissbank. Sie haben unsere Werbung Tesla abgesehen, also auf diese Werbung Interesse geäußert. Und deswegen, Sie sind online auf unserer Webseite. Ja, das heißt aber nicht, Tesla ab. Was heißt denn das? Das Tesla, heißt, ja? Ja, da steht bei Ihnen bestimmt Tesla API. Aber API ist nur eine Umschreibung für eine Schnittstelle. Das dürfen Sie da nicht mitlesen. Weil das, wenn der Kunde hier bei Ihnen was einträgt, dann sieht er ja nur die Tesla-Webseite. Und dann geht man davon aus, dass Tesla auch gemeint ist, aber nicht Tesla ab. Ah, okay. No? Okay. Herr Angelo. Also, Angelo Merte. Angelo Merte, ja. Mhm. Haben Sie irgendwelche Erfahrung im Bereich des Handels? Also haben Sie gehandelt? Nö, gar nicht bis jetzt, nein. Und Sie? Also ich bin Kontenmanagerin, ich mache alles mit Autotrader, ja. Achso, also haben Sie davon Ahnung dann? Ich habe ein bisschen Ahnung, ja. Ja, aber wie viel Geld machen Sie damit so die ganze Zeit? Also ich mache deswegen mit Autotrader, weil ich keine Zeit habe. Und wissen Sie was? Ja. Also für mich ist Autotrader sehr gut, weil Autotrader ist geeignet nicht nur für die Kunden, die Anfänger sind, sondern auch für die Kunden, die keine Zeit haben, den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen und den ganzen Finanzmarkt zu analysieren. Ja, ja, das klingt ganz gut, ja. Hm. Ja, Herr Merte, darf ich mal fragen, entschuldigen Sie bitte. Also mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Also bei uns Minimum ist mit 250. Oh, kann man nicht erstmal irgendwie mit einem 20 oder so? Also, und bei uns bekommen Sie 2 Testwochen, weil Sie anfänglich sind. Und das bedeutet, also innerhalb 2 Wochen können Sie uns testen. Ja. Mit unseren Dienstleistungen, mit Einzahlen, Auszahlen, mit Profit. Und falls Sie, also wenn Sie bei uns zufrieden werden, also danach möchten Sie weitermachen, entscheiden, also möchten Sie weitermachen oder nicht. Wenn bei uns nicht gefällt, Sie können ganz einfach Ihr Geld auszahlen, ja, jederzeit. Ja, das klingt auf jeden Fall unfassbar gut, ja. Und, ja, und Herr Angelo Merte, also Sie bekommen von unserer Seite ein vollautomatisches Software kostenlos. Also normalerweise sollten die Kunden dazu bezahlen und danach noch investieren, um Handel anzufangen. Mhm. Aber wegen Corona-Pandemie haben wir solchen Promotion also in dieser Woche. Mhm. Sie bekommen das kostenlos von unserer Seite und die ganze Summe, was Sie also bezahlen sollen, bekommen Sie als Startkapital. Also Sie bezahlen gar nichts, ja, das bedeutet. Ah ja, das ist gut, wenn ich gar nichts bezahlen muss, ja. Also Sie, verschieben von Ihrem Konto auf Ihr Handelskonto, also die Summe, mit welcher Summe Sie anfangen möchten. Also wenn Sie mit 250 anfangen möchten, bekommen Sie, wie ich Ihnen gesagt habe, ein vollautomatisches Software, einen Finanzexperten, der Ihnen dabei helfen wird und Schritt zu Schritt alles erklären wird und 2 Testwochen. Mhm. Wenn Sie mit 500 anfangen, ja, also Sie bekommen einen Autotrader, Finanzexperten, 2 Testwochen und 50 Euro als Bonus und mit 1000 bekommen Sie also alles und 100 also als Willkommenbonus. Also das ist ganz einfach Ihre Entscheidung. Ja, hatten Sie heute schon Stuhlgang? Was, wie bitte? Ob Sie heute schon Stuhlgang hatten? Stuhlgang hatten? Mhm. Was meinen Sie damit? Ja, nee, so hat das jetzt geklungen, was Sie gesagt haben. Aber okay, machen Sie ruhig weiter, ja? Okay. Also mit möchten Sie das mit Kreditkarte oder ganz einfach mit Hausbank machen?
Kann man das nicht irgendwie mit Bargeld machen, dass wir das irgendwie... Mit Bargeld? Ja, mit Bargeld. Jetzt? Ja, wenn... Also, ja. Soweit ich weiß, jetzt alle Bänke sind zugeschlossen, ja? Ja, aber ich kann ja bei Ihnen vorbeikommen, dann zahle ich das bei Ihnen ein. Also, dann, was kann ich für Sie tun, ja? Also, ich kann dann Bankdetail schicken. Also machen Sie ganz einfach Überweisung und schicken Sie Zahlungsbeleg oder Zahlungsnachweis, ein Foto, ja? Verstehe. Aber mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Na, wie gesagt, mit 20 würde ich gerne anfangen und mit Barzahlung. Okay, also für mich ganz egal. Okay, und zweites Wochen, bitte für Sie unbedingt, ja? Also Sie möchten uns ausprobieren am Anfang, ja? Ja, ja, ich lutsche immer zum ersten Mal erstmal alles durch. Genau. Ja, also Sie sind sehr klug, das freut mich. Also ja. Das bedeutet, dass Sie bei uns langfristig arbeiten werden. Also je mehr verdienen Sie, also desto mehr profitieren wir auch. Und das ist für sich sehr, für uns sehr wichtig. Das haben Sie okay, schön dann, okay, dann Herr Angelo, also Angelo Merta. Angelo Merta. Ich schicke Ihnen Merta. Genau. Ich schicke Ihnen unsere Bankdetails und also wenn Sie per E-Mail, ja, also ich überprüfe jetzt Ihre E-Mail, bei uns ist Anton, Nordpol, Gustav, Emil, Ludwig, Otto, Punkt, Martha, Emil, Rudolf, Theodor, Emil, Epzeichen, Wolfgang, Emil, Bertha.de. Ist das richtig? Nee. Nee? Mm-mm. Okay, dann diktieren Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Die ganze? Also ja, aber möchten Sie also Ihre Daten... Oder vielleicht haben Sie WhatsApp auf diese Nummer? Nee, das ist eine Festnetznummer. Da habe Okay, dann diktieren Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ja, also der Vorname Punkt Nachname ist soweit schon richtig. Und dann kommt ein @-Zeichen. Mhm. Dann ein M wie zum Beispiel. Oder Merte. Und dann ein D wie... Dora? Ja, genau, wie Dora. Dann kommen zwei C. Cäsar, ja? Ja, genau. Und dann ein F. Nochmal F-Zeichen. Ne, ein F wie Furzen. F. Ja. Friedrich oder Viktor? Nee, also dann nehmen wir den ersten. Friedrich. Ja. Und dann kommt ein U. Ru? Also ein F, ein U und dann ein N. Also Martha, Dora, Cäsar, Friedrich, Rudolf. Nee, den Rudolf, Ulrich. Den Rudolf, da kommt nur das U. Rudolf, Ulrich und Nordpol. Ja, das der Rudolf ist da falsch. Der hat sich Rudolf verlaufen. Ist falsch. Ja, Rudolf gehört da nicht hin. Rudolf muss weg. Also Friedrich, Ulrich, Nordpol. Ja, genau. Und dann ein Punkt, wie das Zeichen. Und dann DE. Also Deutschland, Emil. Ja, genau. Mhm. Also nochmal. Martha, Dora, Cäsar, Friedrich, Ulrich, Nordpol, Punkt, Dora, Emil. Ja, genau. Mhm. Also, okay, dann schicke ich Ihnen per E-Mail unsere Bankdetails. Machen Sie ganz einfach Überweisung. Wie meinen Sie das? Also per Bank, ja? Und bitte schicken Sie auf diese E-Mail, wenn wir uns, also vom Swissbank bekommen Sie diese E-Mail auf Ihre E-Mail-Adresse. Na, aber ich dachte, ich bringe das Geld bei Ihnen selbst vorbei. Ja, bitte? Ich dachte, ich bringe das Geld vorbei. Was geht vorbei? Na, das Geld. Warum? Na, dachte ich jetzt so. Kann man da nicht vorbeikommen bei Ihnen? Jetzt? Weil dann nicht unbedingt jetzt ist ja schon spät, aber
Morgen vielleicht, dann komme ich da direkt zu Ihrer Filiale. Weil Sie rufen mir ja auch mit einer Berliner Nummer an, dann müssen wir doch in Berlin noch sein, oder? Ja, also das ist Onlinehandel. Weil wenn ich dann kann ich ja vorbeikommen und dann mache ich so, wup, wup, werf die Fuffis in den Club. Also, warum habe ich Ihnen gesagt, dass Sie meine WhatsApp benutzen? Weil, also wenn wir anrufen, können Sie uns nicht erreichen. Aber wenn wir nicht anrufen, ja, okay, können Sie uns erreichen. Aber per WhatsApp können Sie uns jederzeit anrufen und jederzeit erreichen. Weil das ist nicht Netznummer, sondern unsere also Geschäftsnummer. Und deswegen, vielleicht laden Sie ganz einfach WhatsApp also runter. Nee, WhatsApp will ich mir jetzt nicht runterholen. Ich dachte, ich kann bei Ihnen vorbeikommen, okay, in dem Laden da, dass ich Sie besuchen kann. Im Laden? Ja, im Laden. Das ist Onlinehandel, was für ein Laden? Da kann man Sie da nicht besuchen? Besuchen können Sie uns unbedingt nach der Corona-Pandemie. Jetzt ja, die ist doch schon zu Ende. Ist doch jetzt hier alles schon erledigt. Unser Spanferkel hat doch gesagt, jetzt ist Schluss hier. Können wir jetzt alle wieder... Naja gut, wir müssen jetzt noch den Gesichtsschlipper tragen, aber ansonsten ist ja also, alles schon zu Ende. Herr Angelo Merte. Merte. Also, Merte. Merte. Also, auf unserer Webseite steht unsere Adresse. Ja. Sie können uns unbedingt... Also... Okay, bleiben Sie an der Leitung. Ich bleib auf der Linie. Hallo, Herr Merte, Sandra Schmidt ist am Apparat. Hallo, Herr Merte heißt das. Merte, Angelo Merte. Ja, ist doch egal, also Angelo Merte, ja? Merte, genau. Merte, okay. Sagen Sie mir bitte, was haben Sie nicht verstanden? Na, ich hatte jetzt die Frau gefragt, die gerade eben dran war, ob ja, ich... Ja, meine Kollegin Hanna Mann ist... Ja, genau, wie auch immer, ist ja egal. Und da habe ich gefragt, ob ich nicht vielleicht auch das Geld direkt in die Filiale bringen kann. Machen Sie Spaß oder was ist es? Also, wenn Sie wissen, wie Finanzmarkt funktioniert, dann müssen Sie auch wissen, dass Finanzmarkt funktioniert mit online, okay? Und ach so. Was heißt so Paargeld? Also, Sie machen Spaß und ich habe keine Zeit dafür. Warum ja, machen Sie Spaß? Ich finde das eigentlich nicht lustig. Ich dachte, ich werde beraten jetzt hier am Telefon. Und wieso soll ich jetzt Spaß machen? Das verstehe ich nicht. Nein, ich weiß nicht, warum Sie mit mir so reden. Also ich verstehe auch nicht. Vielleicht haben Sie so viel Zeit, aber ich habe nicht viel Zeit. Ja, ich habe viele Kunden und ich muss mit dem Kunden reden, genau, also dass Sie richtig Interesse auf dem Finanzmarkt haben. Ja. Sagen Sie mir bitte, möchten Sie Geld verdienen und Handel anfangen oder nicht? Ja, natürlich, deswegen telefonieren wir doch miteinander, okay, oder deswegen, nicht? Deswegen schicke ich Sie per E-Mail unsere Bankdetails und wenn Sie Überweisen tätigen, können Sie mir Zahlungsnachweis auf Zürich schicken. Ja, alles das klar? Ist kein Problem, ja. Okay, wann schaffen Sie das morgen? Nö, das schaffe ich ja noch. Wenn das jetzt nicht mit vorbeigehen ist, dann muss ich das ja, dann kann ich das ja nur überweisen. Sonst hätte ich ja gesagt, komme ich direkt vorbei, weil dann hätte ich es auch in Bar einzahlen können. Wie kommen Sie vorbei? Wo sind Sie genau jetzt? Na, in Berlin, so wie Sie. Also Sie rufen mich ja mit einer Berliner Nummer an. Also wegen Coronavirus, wir arbeiten nicht von dem Office, sondern von zu Hause. Deswegen, es tut mir leid, aber Sie können nicht vorbeikommen, weil zuerst sind Sie sind auch nicht unsere Kunde und jeder kann nicht so einfach zu uns kommen, ja? Achso, also, weil sonst kann ich ja auch bei jeder anderen Bank einfach mal so vorbei. Das aber ist kein Bank. Ist ja lustig, dass Sie von zu Hause telefonieren und da sind so viele Leute im Hintergrund. Haben Sie die alle zu sich nach Hause geholt? Okay, dann wünsche ich schon einen Tag, okay? Warum, du Betrüger? Ja, ich bin Betrüger, tschüss. Ja, ihr seid Betrüger. Ja, woher wissen Sie das, du Arschloch? Naja, so wie du sprichst mit mir, dann so reden nur Betrüger mit jemandem am Telefon. Ja, weil Sie haben so angefangen, ja? Tschüss. Ja, wir hören uns bestimmt nochmal. Bis später. Hier ist Vicky. Ich weiß, dass Sie beschäftigt sind und nicht auf meinen Anruf warten. Sie haben Interesse gezeigt wegen die Themen Handeln an der Börse, Handeln mit Krypto oder auch Robot-Trading. Börse.de ist ein 1994 gegründetes Finanzportal, das von der Börse.de Finanzportal GmbH mit Sitz in Rosenheim betrieben wird. Der Fokus unseres Teams hier beim Börse.de liegt darauf, kleinen und mittleren Investoren dabei zu helfen, Investitionsmöglichkeiten ins Positive zu nutzen. Dürfen wir Ihnen zwei oder drei Fragen stellen, um zu sehen, ob das, was wir tun,
Ihren Anforderungen entspricht? Falls ja, drucken Sie bitte die Nummer 1. Ja, das heißt, es ist ja eh illegal, ne? Hallo und herzlich willkommen beim Börse.de. Mein Name ist Vicky. Bitte warten. Hallo, Ben, mein Name. Grüße Sie. Jo, hallo. Ja, guten Tag. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Weiß ich nicht, ihr habt mich angerufen. Ja, es geht um das Thema Handel an der Börse generell. Wir möchten herausfinden, wie weit Sie informiert sind und natürlich auch Sie darüber informieren, was heutzutage die Investoren machen. Warum? Wie schaut es denn aus bei Ihnen? Haben Sie bereits Erfahrung gesammelt? Nö. Nicht ganz, okay. Sie haben bestimmt irgendwo ins Netz Recherche gemacht und da haben Sie auch Ihre Name, Nachname, E-Mail, Telefonnummer hinterlassen. Wir kontaktieren die Leute. Und ja, das wir möchten so weit, das ist schon mal richtig, aber ich habe kein Opt-in für einen Anruf gegeben. Was den Opt-in angeht, das steht bei den Terms and Conditions, dass Sie innerhalb ein Jahr 2 bis 5 maximal nee. Anrufe erhalten können. Nein, das habe ich nicht, aber dem habe ich definitiv nicht zugestimmt, nein. Ich könnte Ihnen den Link später senden. Und ich kann Ihnen sagen, wie es ist. Es ist definitiv falsch. Sie rufen mich illegal an. Okay, ist gar kein Problem. Ich könnte Ihnen aus der Liste. Das ist schon ein Problem. Wie meinen Sie das? Ja, wenn Sie illegal anrufen, ist das schon ein Problem. Illegal bin ich mir vollkommen sicher, wir machen das nicht. Ich bin mir aber vollkommen sicher, dass Sie mich illegal anrufen, denn Sie rufen hier auf einer extra dafür eingerichteten Rufnummer ein, und zwar bei der Bundespolizei. Okay, ja, die Telefonnummer. Sagen Sie mir bitte einmal Ihren Namen. Ja, Ben Ramos. Und bei welcher Firma arbeiten Sie? Börse.de. Das ist schon mal gelogen. Mhm. Ja, das ist absoluter Quatsch, weil von Börse.de rufen Sie definitiv nicht an. Es ist falsch, Sie rufen nicht von Börse.de an. Auf keinen Fall. Ich könnte Ihnen eine Mail senden mit Informationen. Ja, es ist ja Blödsinn. Passen Sie mal auf. Sie rufen mich illegal hier auf dieser Leitung an. Das ist nicht erlaubt, was Sie tun. Das ist Kaltakquise, illegale Telefonwerbung. Mhm. Mal davon abgesehen, die Rufnummer, mit der Sie mich gerade anrufen, die ist gespooft. Das ist schon wieder illegal. Das ist auch nicht erlaubt in Deutschland. Okay, davon bin ich nicht informiert. Wie ich ja schon sagte, ich arbeite nur hier. Ja, dann suchen Sie sich bitte mal ganz schnell einen neuen Job, denn die ganze Firma arbeitet illegal. Okay. Okay, Steiner, dann würde ich das Ganze mal nachschauen, nachprüfen. Ich weiß nicht, also. Also ich habe jetzt in der kurzen Zeit, habe ich 3 Sachen überprüft. Alles illegal, alles falsch, was Sie mir sagen. Das ist alles falsch. Selbst inklusive der Rufnummer, mit der Sie mich anrufen, ist falsch. Okay. Also noch mehr nach illegal kann es eigentlich gar nicht mehr schreien. Okay. Okay, Herr Steiner. Ich habe es verstanden. Ich werde das Ganze natürlich auch mit dem Team überprüfen, was da los ist. Ja, da brauchen wir nichts überprüfen. Das Team wird Ihnen den gleichen Scheiß erzählen wie immer. Okay. Okay, Herr Steiner. Dann, ja, einen schönen Tag Ihnen noch. Ja, wünsche ich Ihnen nicht. Okay, ciao. Hallo? Ja. Guten Tag, spreche ich mit Japan? Japan, ich melde mich von der Trade Capital, wo Sie angemeldet sind. Sind Sie interessiert, auf der Finanzmarkt zu handeln, stimmt? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Ja, weiß ich nicht. Wie kommen denn meine Daten da bei Ihnen hin? Sie haben selber es eingegeben. Wie heißt Ihre Seite? Trade Capital. Ich ruf die mal auf, Moment. Sie haben eine Werbung gesehen. Haben Sie Interesse?
gehabt und dann haben sie ihre Daten eingegeben. Das heißt, ich muss bei ihnen melden, fragen, ob sie interessiert sind, auf ihr reguliertes FIMA eine Investition zu machen. Also die Webseite heißt Trade Capital. Genau. Finde ich nicht. Kennen Sie nicht. Aber sind Sie doch interessiert, auf der Finanzmarkt eine Investition zu machen? Das wird zu verdienen. Ja, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich bei Ihnen angemeldet habe. Sie haben doch die Werbung gesehen. Sie haben Interesse gehabt. Stimmt es oder nein? Nö. Haben Sie nirgendwo... Machen Sie da mal im Hintergrund die Musik aus. Ich verstehe Sie fast überhaupt nicht. Ich verstehe meine Stimme auch doppelt. Ja, dann machen Sie mal da die Musik aus. Sie sind ganz schlecht zu verstehen. Ich habe keine Musik an. Doch, Sie haben Musik an da im Hintergrund, ganz laut. Ja, weil viel über 20 Mitarbeiterinnen sind. Ja, dann müssen Sie die mal ausmachen. Sie sollen auch die Lautsprecher ausmachen, damit ich nicht meine Stimme wieder zurückkriege. Ja, ich verstehe aber kaum was. Das ist, Sie sind so leise und die Musik im Hintergrund ist wahnsinnig laut. Herr Pan, sagen Sie mal bitte ehrlich, sind Sie interessiert, auf der Finanzmarkt eine Investition zu machen, das Geld verdienen oder nein? Na, also, die Frage habe ich Ihnen doch bereits beantwortet, oder nicht? Ja, die Frage, müssen Sie einem immer ins Wort quatschen? Finden Sie das in Ordnung, wenn Sie Leute anrufen und dann immer gleich ins Wort quatschen? Nee, sagen Sie mal bitte direkt, habe ich gesagt. Also, wollen Sie das Geld verdienen oder nein? Die Frage habe ich Ihnen doch bereits beantwortet. Geben Sie mir Möglichkeit, mit den anderen Kunden zu arbeiten, okay? Ach so, dann habe ich auf jeden Fall Interesse, ja. Schon mehrmals? Ja, dann habe ich auf jeden Fall Interesse, ja. Dass Sie gar keine Ahnung haben, woher ich melde und so geht es nicht. Ja. Also ich habe erklärt, dass Sie eine regulierte Firma sind, dass Sie keine Angst haben sollen. Und das haben Sie noch nicht erklärt. Habe ich doch, Japan. Aber Sie sagen andauernd, dass Sie nicht interessiert sind. Nee, das habe ich gerade nicht gesagt. Hallo? Sie, Ihre Intelligenz scheint ein bisschen begrenzt zu sein, kann das sein? Hallo. Japan, sind Sie interessiert? Na, die Frage habe ich Ihnen doch jetzt bereits mehrfach beantwortet, oder nicht? So, haben Sie Fragen? Nein. Nein. Aber sind Sie nicht interessiert, oder sind Sie interessiert? Na, die Frage habe ich Ihnen doch jetzt schon echt mehrfach beantwortet. Ich weiß nicht, warum Ihre Intelligenz komplett hinüber ist, aber das, was Sie hier gerade am Telefon abziehen, ist einfach nur peinlich. Warum? Schämen Sie sich eigentlich nicht, weil Sie blamieren sich hier die ganze Zeit. Sie verstehen kein Wort von dem, was ich sage, quatschen mir die ganze Zeit ins Wort und die Telefonleitung ist das Grauen. Herr Pan, ich habe schon mal gesagt, dass ich wegen Ihrer Interesse bei Ihnen melde. Ja. Ich habe nicht Ihre Daten eingegeben auf unserer Plattform. Nö, aber irgendeiner von deinen anderen Betrügerkollegen. Nee, wir sind nicht Betrüger. Natürlich seid ihr Betrüger. Nein, sind wir nicht. Natürlich, ihr seid doch sogar schon der BaFin bekannt. Wenn Sie unsere Regulationsnummer bekommen, wenn Sie es nicht bekommen. Ja, dann sagen Sie mir, mal Ihre Regulationsnummer. Dann werde ich dir eine per E-Mail schicken, wenn Sie interessiert sind. Ja, sagen Sie mal die Regulationsnummer. Ja, aber... Bevor sollen Sie mir nicht so schlechte Worte sagen. Ja, sagen Sie mir doch jetzt mal die Regulationsnummer. Tja, das kann sie wieder nicht. Weil ihr scheiß Betrüger seid, mehr nicht. Denn wenn das keine Betrüger wären, dann... Japan, guten Tag. Mhm. Japan, ich bin's wieder, Helen. Ja. Also haben Sie das anders überlegt? Haben Sie nach unserer Plattform nachgeschaut oder nein? Ich weiß gerade nicht, wer Sie sind. Ich bin Helen Carter von der Trade Capital. Okay, kann sein, ja. Bei Ihnen ist es so wahnsinnig laut, ich höre Sie kaum. Ich höre immer noch meine Stimme wieder. Ja, aber bei Ihnen ist es auch so wahnsinnig laut. Ja, weil wir viele Mitarbeiter hier sind. Ja, aber die Musik ist da im Hintergrund. Machen Sie die mal aus. Japan, sind Sie interessiert, das Geld zu verdienen, oder nein? Ja, am Geld verdienen bin ich auf jeden Fall interessiert. Aber das ist bei Ihnen so laut, dass ich Sie kaum verstehe. Ist das jetzt besser? Nee. Machen Sie da mal die Musik aus. Das ist ja furchtbar da im Hintergrund. Machen, Japan. Ich habe gesagt, wir sind ja viel Mitarbeiter. Sie bitte? Wir können miteinander stören. Ja, aber Sie stören mich doch. Ich verstehe doch überhaupt nicht. Was hat denn das für einen Sinn, wenn ich Sie nicht höre? Ich werde Musik ausmachen, wenn Sie interessiert sind und wenn Sie einfach nicht meine Zeit verschwinden. Ja? Ja, na klar. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie gar kein Interesse haben, dann macht es keinen Sinn. Ja. Weil ich habe schon ein paar Mal mit Ihnen gesprochen
und sie zeigen irgendwie kein Interesse. Deswegen, wir haben unsere Zeit. Ich muss bei der Kunden melden, die wirklich... Ich verstehe Sie ganz schlecht. Die Musik ist so wahnsinnig laut. Moment bitte. Ja, Herr Pan. Hallo? Herr Pan, ja, hören Sie mich besser. Ich verstehe Sie kaum. Die Musik ist immer noch sehr, sehr laut. Ich hab das leise gemacht. Nee, also machen Sie die mal aus, die Musik, dann können wir uns unterhalten. Ich habe Ihnen gesagt, ich kann es nicht ausmachen. Ich frage ihn nochmal bitte. Ja, Herr Pan, ich rufe bei Ihnen wegen Ihrer Interesse. Das heißt, wenn Sie interessiert sind, auf dem Finanzmarkt das Geld zu verdienen, dann würde ich ganz gerne Ihnen helfen und unsere Regeln erklären, ja? Ja, aber ich investiere nur bei seriösen Unternehmen, wo keine Musik im Hintergrund läuft. Worüber sagen Sie, dass wir keine seriöse Firma sind? Genau, ja. Was denken Sie, was soll eine Firma haben, also was das Wichtigste ist? Na, als allererstes fließend deutsch sprechende Mitarbeiter und akzentfrei natürlich. Und dann ist auch noch ganz wichtig, keine Musik im Hintergrund. Okay. Dann werde ich jetzt Ihnen beantworten, ja? Mhm. Gute Deutsch bekommen Sie erst, wenn Sie schon unsere Kunde werden, und dann bekommen Sie die Leute, also die Experten, die schon in diesem Bereich Erfahrungen haben. Ich bin einfach die Kontoberaterin, das heißt, ich brauche für meine Arbeit, dass ich Ihre Konto zu aktivieren, brauche ich keine fließende Deutsch, besonders wenn wir miteinander verstehen, ja? Wenn Sie schon am zweiten Schritt sind, wenn Sie schon, wie gesagt, eine Investition machen, dann werden Sie einen Expert bekommen, die wird fließend Deutsch sprechen, die wird auch, also erfahrene Mensch in diesem Bereich, das heißt, alle Informationen, was Sie brauchen, werden Sie bekommen. Also das heißt, einen intelligenten Mitarbeiter gibt es immer erst dann, wenn man Geld eingezahlt hat. Herr Pan, was ist das Grund, warum Sie keine Investition machen wollen? Aber ich habe ja nicht gesagt, dass ich das nicht machen will. Ich habe nur gesagt, dass das mit der Musik da im Hintergrund furchtbar ist. Und ja, es gibt in jeder Firma im Hintergrund Musik. Nee. Weil ich habe es Ihnen erklärt, ich bin nicht die Einzige Musik hier. Musik läuft nicht immer nur bei den unseriösen Unternehmen. Neben mir sitzen die Leute, die bei anderen Kunden melden. Ja, das heißt, wir sollen nicht einander stören. Ja, aber Sie stören doch alle untereinander mit der Musik, weil man versteht Sie kaum noch. Und man hat dann nur noch die halbe Diskothek im Hintergrund. Und ich finde Wir sprechen jetzt miteinander, Herr Pan, also das heißt, ich verstehe ihn, Sie verstehen mich. Ja, aber es ist wahnsinnig anstrengend mit Musik im Hintergrund. Ja, also lassen wir das Thema, also uns zurück bei unserem Thema. Sind Sie interessiert oder nein, auf der Finanzmarkt Investitionen zu machen und das Geld verdienen? Ja, na klar. Deswegen melde ich mich bei Ihnen. Ja, nicht über die andere Themen sprechen. Ich werde es auch gerne machen, aber Sie werden, ich denke, mit der anderen Person sprechen, die besser Deutsch kann als mir. Ja, das heißt, ich bin in diese Richtung nicht interessiert für Ihnen. Wegen der Konto. Wenn Sie das Geld verdienen wollen, dann sind Sie richtig bei uns, weil wir sind eine regulierte Firma, wir haben unsere Regulationsnummer, das heißt, Sie sind sicher, Sie werden sicher gehen, wenn es bekommen, dass Ihre Geld nicht in Luft geht oder verlieren oder weiß ich nicht noch was. Also bei Ihnen gibt es dann kein Demokonto? Wie bitte? Ich sage, bei Ihnen gibt es dann kein Demokonto. Wie kein Demokonto? Ja, bei den meisten, wenn man da Geld eingezahlt hat, dann spielt man ja danach nur mit einem Demokonto. Nein. Bei Ihnen nicht? Nein. Okay. Also, das heißt, Sie sollen mit Startkapital mit 250 Euro anfangen, wenn Sie es wollen. Es gibt natürlich die anderen Summen, aber das Startkapital beträgt 250 Euro, wenn Sie wirklich interessiert sind. Dann, wie gesagt, Sie bekommen Ihr eigenes Berater, die schon Erfahrung hat. Und dann werden Sie Kontakt nur mit dieser Person haben, ja? Mhm. Das ist mein einmaliges Arbeit, dass ich Ihre Konto zu aktivieren. Und dann werden Sie im Kontakt bleiben mit der Finanzexperte. Ja. Von wo aus rufen Sie denn an? Also unsere Hauptoffice ist in London. Mhm. Wir sind jetzt in Berlin.
Wir haben viele Filialen, weil wir international Firma sind. Ja, und warum kann man Ihre Telefonnummer nicht zurückrufen? Genau, weil, also ich habe hier die Liste von der Kunde, die bei uns registriert sind, und ich muss jeden Tag also bei denen melden, ja, damit ich Konto aktivieren kann. Das heißt, wir haben die Hotline-Nummer, wir haben E-Mail-Adresse, wir haben WhatsApp, also das heißt, Sie können, wenn Sie Lust haben, Sie haben doch die Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Ja, aber telefonisch geht ja nicht. Telefonisch natürlich, habe ich gesagt, wir haben die Hotline-Nummer, wo Sie jederzeit anrufen können. Und warum leiten Sie die Rufnummer, mit der Sie mich anrufen, da nicht drauf weiter? Wie bitte? Warum leiten Sie die Rufnummer, mit der Sie mich gerade anrufen, da nicht hin um? Weil wenn ich Ihre Telefonnummer zurückrufe, dann geht die nicht, die existiert nicht. Habe ich geantwortet, das ist die Telefonnummer, was ich nur benutze. Ja, Sie können nicht unter dieser Nummer zurückrufen, weil, wie gesagt, ich melde selber bei den Kunden, die Interesse gezeigt haben in unserer Plattform, und ich muss mit denen kommunizieren. Für die Fragen, für die Anrufen haben wir, habe ich schon mal gesagt, die Hotline-Nummer, wo Sie jederzeit anrufen können. Ja, aber die Rufnummer, die mit der Sie mich anrufen, die muss doch zurückrufbar sein. Ich hab schon erklärt, warum Sie es nicht machen können. Wir arbeiten in meinem System, ja? Ja, aber die könnte man doch umleiten, die Nummer auf die Hotline. Sie können doch auch nicht möglich. Wir arbeiten in einem System. Ja. Wie gesagt, ja, ein Online-System, und Sie können einfach nicht zurück unter diese Nummer zurückrufen. Ja, aber das könnte man doch umleiten auf die normale Hotline. Also ich kann Ihnen verbunden, wenn Sie es wollen, an Hotline-Nummer, aber Sie, wie gesagt, unter dieser Nummer können Sie nicht zurückrufen. Ja. Wie ist denn die Hotline-Nummer? Herr Pan, Sie haben zu viele Fragen. Also ich würde gerne beantwortet. Aber, ich merke irgendwie, dass Sie gar kein Interesse haben. Nö, das hat ja nichts mit kein Interesse zu tun. Ich finde nur, wenn ich mein Geld einzahlen soll, dann darf ich auch Fragen stellen. Ja, natürlich. Natürlich können Sie gerne. Ja. Natürlich können Sie sagen Sie mir mal die Hotline-Nummer. Aber, das war die letzte Mal auch genauso. Wir haben über 10, 15 Minuten gesprochen, aber Sie haben immer noch kein Interesse gezeigt. Das heißt, ich verschwinde einfach meine Zeit, weil Kunde, aber das ist doch betrügerisch, das Verfahren, wenn man nicht mal Fragen beantworten will und dann gleich wieder... Gucken Sie mal, Sie hören mir nicht mal zu. Und dann brauchen Sie sich doch nicht wundern, dass man da kein Interesse dran hat, wenn Sie nur dazwischen reden, keine einzige Frage wirklich beantworten können. Und da soll ich mein Geld einzahlen? Finden Sie das nicht selber ein bisschen unseriös? Auf welche Frage habe ich nicht geantwortet? Na, auf alle. Auf welche Frage habe ich nicht geantwortet? Na, zum Beispiel die Frage, warum Sie Ihre Rufnummer nicht einfach auf die Hotline umleiten. Ich habe gesagt, ich kann verbinden. Ja, das ist ja nicht das Gleiche. Aber sagen Sie mir mal die Hotline-Nummer. Ich werde es gleich sagen. Das steht eigentlich auch alles auf unserer Plattform. Ja, die habe ich jetzt natürlich gerade nicht hier. Sie rufen ja spontan brauchen an. Sie, genau, brauchen Sie unsere Hotline-Nummer. Mhm. Okay. Ganz kurz, bitte. Ja. Genau, sind Sie da? Ja. Genau, das steht. Wollen Sie es aufschreiben, oder? Ja, die kann ich gleich im Telefon speichern. Genau. Das ist 4433. Ja. 000. Ja. 14689. Okay, was nehmen wir dann? Das ist die Nummer von der Support, ja? Wenn Sie da anrufen, dann werden Sie fragen, was Sie wollen, jederzeit. Ja. Bei wem komme ich da raus dann? Da steht unten auch unsere E-Mail-Adresse. Da geht ein Herr Meier ran, das ist privat. Das ist nicht Ihre Hotline. Das ist nicht privat. Na, ich bin gerade bei einem Herrn Meier rausgekommen. Nein, das kann nicht wahr sein. Da bin ich nicht bei Ihnen auf der Hotline gerade rausgekommen. Das ist Herr Meier. Haben Sie geantwortet? Na, ich habe die Nummer gerade angerufen, die Sie mir gegeben haben. Da komme ich nicht bei Ihnen an. Sagen Sie mal bitte, also wiederholen Sie Nummer, was ich gegeben habe. Bitte. Warten Sie, muss ich mal am Telefon gucken. Die 4433 00014, dann die 68 und die 9. Genau.
Wenn jemand Ihnen antwortet und sagt, ja, Herr Meier, also ein Mitarbeiter sagt... Nee, das war ja kein Mitarbeiter. Name, Nachname, und was ist falsch hier? Na, das, also wenn, ich bin privat bei jemandem rausgekommen. Das kann nicht wahr sein. Doch. Das ist unsere... Habe ich doch gerade probiert. Okay. Herr Pan. Sie belügen mich hier, das finde ich nicht in Ordnung. Nein. Also, doch, Sie lügen. Sie sind Betrüger und Abzocker. Bestimmt nicht. Doch, Sie sind Abzocker, weil sonst würde ja die Telefonnummer gehen. Dann ist das wichtig, wenn Sie unsere Regulation sehen oder nein? Ja. Ist das wichtig oder nein? Ja. Dann werden Sie sicher gehen, dass wir kein Betrüger sind? Ja, das können wir machen. Dann sagen Sie und mir entschuldigen, mal, dass Sie meine Zeit verschwunden haben? Mhm. Ja? Ja. Ja, dann setzen Sie jetzt am Computer oder nein? Ja. Ja, dann öffnen Sie bitte Google Chrome. Google Chrome habe ich nicht. Was haben Sie? Haben Sie keinen Browser, womit Sie im Internet gehen können? Doch, aber nicht den Google Chrome. Ja, machen Sie andere Browser, ist da kein Problem. Habe ich zum Beispiel gesagt, Firefox oder so. Ja, dann sagen Sie mal die Adresse, die ich eingeben soll. Moment bitte. Mhm. Ja, erst sollen Sie unsere Webseite draufschreiben, tradecapital.cc. Sie können einfach nachschauen, wie unsere Plattform aussieht. So. Und ich werde Ihnen die Regulationsnummer diktieren. Ja, wenn Sie im Google schreiben, suchen, dann werden Sie unsere Regulation sehen, dass wir keine Betrüger sind, dass wir kein Betrüger sind, dass wir eine regulierte Firma sind. Und alles legal, ja? Also die Webseite heißt tradecapital.cc. Ganz genau. Mhm. Soll ich es buchstabieren oder nein? Nee, ich bin schon drauf. Das ist so mit lilanen Knöpfen. Ganz genau. Mhm. So, wo finde ich das? Das ist die unsere Plattform. Ja, gehen Sie mal jetzt bitte in Company, statt Company. Wo steht denn das? Da steht linke Seite. Ich habe das auf Deutsch hier. Ach so, Sie sollen dann Sprache wechseln. Na, habe ich auf Deutsch, ja. Genau, dann gehen Sie in Gesellschaft. Gesellschaft, ach, da ganz am Anfang, ja? Hm? Genau. Und wo muss ich denn drauf? Moment, bitte. Und steht also rechtliches, ja? Ja. Gehen Sie mal dort. Bin ich drauf, ja? Und ganz unten, Verordnung. Was sehen Sie da? So, da sehe ich Haben Sie die eine... Regulierungsnummer gekriegt? Da ist eine Regulierungsnummer, ja. Und wo gebe ich die ein? Genau. Dann sollen Sie es kopieren einfach. Ja. Und in Google schreiben. Die Nummer in Google? Ja. Aha. Und dann? Moment bitte. Dann sollen Sie auf der ersten Linke Trade Capital Solutions steht da. Und schauen Sie bitte selber nach. Da steht alles, wo wir sind. Ja, aber das ist ja hier keine Behörde. Das ist ja keine Behördenwebseite. Doch ist das. Das komische Ding hier aus den 80er Jahren von der Optik her? Nein. Und wo gebe ich jetzt die Nummer ein? Ich habe es gesagt, in der Google. Ja. Sie sollen diese Nummer googeln. Da werden Sie automatisch sehen, ja, und, unsere Regulation. Und wie heißt die Firma, wo Sie reguliert sind? Wie bitte? Wie die Behörde heißt, wo Sie reguliert sind. Behörde, wo Sie... Das ist Private Limited Company. Ja, aber über welche Behörde läuft das? In Deutschland ist es ja die BaFin. Sie bitten von mir zu viel, Herr Pan. Ich habe gesagt, dass ich einfach die Kontoberaterin bin, ja? Das heißt also, ich habe Ihnen die Regulationsnummer gegeben. Das heißt, Sie konnten es selber nachschauen. Nee, wenn kann ich ja nicht. Ich habe ja noch Fragen dazu. Ja. Ich habe gefragt, auf welcher Behördenwebseite ich das suchen soll. Weil einfach so eine Nummer hinschreiben kann ja... Mr. Klaus? Ja, wer ist denn da? Also hier ist Michael Meyer von der Firma G6 Capital. Aha. Und Sie haben sich vor kurzem für unser Handelsprogramm Tesla interessiert. Stimmt das? Weiß ich nicht, ob das so heißt. Keine Ahnung. Hab mich hier mal irgendwo angemeldet gehabt, ja.
Ja, also ich habe mich für unser Handelsprogramm Tesla interessiert. Ach, Tesla. Also vor ja, Tesla, genau. Wie das Auto. Ja. Nicht Tesla, Tesla, sondern Tesla. Ach so. Am Ende R, nicht A. Ach so, aber da waren die Tesla-Autos abgebildet und auch das Logo von Tesla. Ja, also das ist unser Handelsprogramm für Finanzmarkt. Ja. Erinnern Sie sich daran, ja? So ein bisschen, und, ja. Ja, und ich bin Ihr Account Manager. Ich bin hier, um Ihr Handelskonto zu erstellen und zu aktivieren. Oh, Sie sind ein echter Manager? Wie bitte? Ich sage, Sie sind ein echter Manager? Ich bin Ihr Account Manager. Ich bin, also, ich arbeite nur mit neuen Kunden und ich begleite neue Kunden und ich erzähle, wie alles bei uns funktioniert und wie kann man also das Geld bei uns gewinnen und mit dem Handelsprogramm arbeiten. Ja, das ist interessant. Dann erzählen Sie mal. Ja, also wir sind Firma GTX Capital. Wir sind schon 9 Jahre auf dem Finanzmarkt. Wir arbeiten mit allen Finanzinstrumenten auf dem Markt. So, Sie können bei uns nicht nur in Kryptowährungen, sondern auch in Aktien, Rohstoffen und Währungen investieren. Und bei uns läuft alles automatisch. Und das Gewinn zwischen 10% und 15% pro Monat ist garantiert. Also natürlich alles hängt vom Finanzmarkt. Und also Finanzmarkt verändert sich sehr schnell. Und es gibt immer Möglichkeiten, wo Sie mehr verdienen könnten. So, wir haben viele Kunden, die bis 30% pro Monat gewinnen. Und sagen Sie bitte, also bei uns gibt es viele Kunden, die ganz neugierig in dieser Branche sind. So, sie wissen überhaupt nicht über den Finanzmarkt. Und sagen Sie bitte, haben Sie schon Erfahrung auf dem Finanzmarkt? Mhm, verstanden, ja, kein Problem. Also wie gesagt, bei uns gibt es zwar 85% von Kunden, die also wissen auch nichts über den Finanzmarkt. Und diese Leute haben auch gar keine Arbeit und sie können ganz passiv, automatisch das Geld bei uns gewinnen. Und haben Sie persönlich eine Arbeit? Was habe ich? Eine Arbeit. Haben Sie eine Arbeit? Was machen Sie beruflich? Also braucht man die dazu? Wie bitte? Braucht man das denn dazu? Also das ist nur für Ihr Konto, das ist nicht so wichtig. Achso, na dann. Ja, also dann wollten Sie nicht sagen, ja? Genau. Ja, okay, also kein Problem. Und wie gesagt, wenn Sie keine Erfahrung haben, dann kein Problem. Sie bekommen ganz kostenlos unseren Finanzberater. Und dieser Finanzberater hilft Ihnen und gibt Ihnen irgendwelche Ratschläge, wie Sie auf dem Finanzmarkt handeln könnten. Und wenn Sie irgendwelche Frage haben, dann können Sie jederzeit mit ihm kontaktieren und Sie werden also eine Unterstützung bekommen. Und natürlich handeln Sie nicht allein. Sie bekommen, wie gesagt, eine Hilfe von unserem Finanzberater. Und dazu bekommen Sie auch ein Handelsprogramm Roboter. Also und dieses Handelsprogramm kauft und verkauft für Sie mit mathematischen Algorithmen. Ja. Und also dieses Programm sieht alle Signale aus dem Finanzmarkt und also dieses Programm, also das ist Kessler und dieses Programm kauft billige und verkauft teure und so gewinnen Sie bei uns auf dem Finanzmarkt. Und natürlich investieren Sie nicht alle Summe, alle Geld in zum Beispiel in ein Finanzinstrument. So, Sie können zum Beispiel 100 Euro in Bitcoin, in andere Kryptowährungen investieren und noch 100 Euro in Aktien, in verschiedene Rohstoffe und so weiter. Und wenn unser zum Beispiel Handelsprogramm sieht, dass etwas nicht so gut auf dem Finanzmarkt passiert, dann schließt unser Finanzberater eine Handlung und Sie verlieren nicht alle Summe. Sie verlieren nur ein bisschen, zum Beispiel 5 oder 10 Euro und dann gewinnen Sie in anderen, so zum Beispiel in Rohstoffen oder Aktien.
So, es gibt immer Möglichkeiten, wo Sie also das Geld bei uns gewinnen. Und wie gesagt, ich bin hier, um Ihr Handelskonto zu erstellen und zu aktivieren. So, wir haben drei Möglichkeiten, wie Sie bei uns das machen könnten. Und also, Sie können mit 250 Euro, 500 oder 1000 Euro beginnen. Und also, wollten Sie jetzt Ihr Handelskonto aktivieren? Ob ich das jetzt aktivieren wollte? Heute, ja. Weiß ich nicht. Ich habe ja jetzt nicht damit gerechnet, dass mich anruft. Ja, also, wie gesagt, Sie können mit 250, 500 oder 1000 Euro beginnen. Wie ist es besser bei Ihnen? Weiß ich nicht. Kann man da auch erstmal weniger machen? Also, bedauerlicherweise 250 Euro, das ist Wegstandssatz. Und wenn Sie zum Beispiel mit 100 Euro oder 150 Euro beginnen, das ist nicht so effektiv. Also Sie können nichts gewinnen und Sie können einfach das Geld also auf dem Finanzmarkt verlieren. Und Sie wollten das nicht und wir auch. Also weil wir nur 10% vom Gewinn brauchen. Mhm. Und für Einzahlung und Auszahlung nehmen wir 1%. Also Sie können zum Beispiel mit 250 Euro beginnen. Sie bekommen 1 Euro pro Monat. Sie aktivieren Ihr Handelskonto, dann wählen Sie sofort eine Strategie mit unserem Finanzberater. Sie können einen Monat handeln und dann entscheiden Sie, wollten Sie weiter bei uns handeln oder wollten Sie das Geld einfach auszahlen. Und wir nehmen, wie gesagt, kein Prozent für solche Operationen. Und wenn man mehr als, also wenn man zwar ab 250 Euro einzahlt, dann kann man kein Geld mehr verlieren, oder wie? Also Sie können, wie gesagt, mit 250 Euro, 500 oder 1000 Euro beginnen. Und je mehr Sie investieren, natürlich desto mehr Sie gewinnen. Ja, und ja, also das ist nur der Unterschied. Aber verlieren kann ich da nicht. Ja, also wie gesagt, dieses Handelsprogramm sieht alle Signale auf dem Finanzmarkt. Und wenn etwas auf dem Finanzmarkt klappt, und zum Beispiel Bitcoin verliert, also Sie verlieren das Geld mit Bitcoin. Wie gesagt, erinnere ich mich daran, ich habe erzählt, dass Sie investieren nicht alle ganze Summe in ein Finanzinstrument. Sie können zum Beispiel 100 Euro in Bitcoin und 100 Euro zum Beispiel in Öl investieren. Und wenn unser Finanzberater oder unser Handelsprogramm sieht, dass also etwas nicht so gut auf dem Finanzmarkt passiert, dann beschließt er also die Handlung und Sie verlieren nicht die ganze Summe, Sie verlieren nur ein bisschen, so 5 Euro oder 10 Euro. Und dann können Sie also die Summe nochmal investieren, zum Beispiel in andere Aktien oder Rohstoffen. So, Sie können etwas verlieren, aber unser Finanzberater und unser Handelsprogramm sieht, also wenn Sie nicht 100 Euro, sondern nur ein bisschen verlieren. Aber wie gesagt, Sie haben immer Möglichkeiten, wo Sie mehr bei uns gewinnen könnten. Okay. Ja, also wie gesagt, je schneller Sie beginnen, desto mehr können Sie bei uns verdienen. Und natürlich also ich kann nicht sagen, dass Sie nicht verlieren könnten. Sie können das machen, aber wie gesagt, der Finanzberater wird alles Mögliche machen, damit Sie mehr wie möglich Geld bei uns verdienen. Ja. Ja, und wie gesagt, Sie können schon heute Ihr Handelskonto aktivieren und schon heute beginnen bei uns handeln. Also wollten Sie heute Ihr Handelskonto aktivieren? Na, die Frage hatten wir ja schon. Ich wusste ja gar nicht, dass einer anruft. Also demzufolge hatte ich das jetzt noch nicht vor. Ja, aber schauen Sie mal. Also Sie aktivieren Sie erstellen Ihr Konto, Sie aktivieren also das Konto. Ich leite Sie sofort weiter und dann können Sie schon heute oder morgen mit unserem Finanzberater kontaktieren, eine Strategie wählen und schon beginnen zu handeln. Also heute denn schon? Ja, also wir bekommen eine Bestätigung von der Bank und Sie sehen dann Ihr Geld auf Ihr Konto und dann leite ich Sie sofort weiter zu unserer Finanzabteilung
und unser Finanzberater oder Analytiker wird mit Ihnen kontaktieren. Ja, also was denken Sie daran? Weiß ich nicht. Ja, also wollten Sie das Geld auf dem Finanzmarkt geliehen? Ja, schon. War ja da eine Werbung. Ja, wollten Sie, ja? Ja. Ja, also dann, wie gesagt, wir können schon heute Ihr Handelskonto aktivieren und schon morgen können Sie also das Geld bei uns beginnen zu geliehen. Was soll ich dachte heute denn schon? Wie bitte? Ich dachte heute denn schon. Also schauen Sie mal, also Sie also machen eine Überweisung oder aktivieren Ihr Konto und wir also warten auf die Bestätigung von der Bank, also dass das Geld abgebucht wurde. Dann, wie gesagt, hält sich das Fort weiter. Also das kann von 1 bis 2 Tagen dauern. Also Sie verlieren nur einen Tag, das ist nicht so wichtig. Mhm. Ja, also dann wollten Sie heute Ihr Handelskonto aktivieren. Ob ich das wollte? Wie bitte? Wie meinen Sie das? Ja, also wollten Ihr Handelskonto heute aktivieren. Na, wie gesagt, ich wusste ja nicht, dass Sie heute anrufen. Demzufolge wollte ich das bis jetzt gerade noch nicht. Aber jetzt kommen wir ja dann. Wenn Sie jetzt schon einmal dran sind an der Leitung, dann kann man das ja vielleicht machen. Ja, aber ich habe gesagt, dass Sie auf den Finanzmarkt gehen, also einfach probieren wollten, ja, also wie das läuft. Mhm. Ja, also das, wie gesagt, wir können schon heute Ihr Handelskonto aktivieren und schon morgen können Sie, oder noch heute können Sie mit unserem Finanzberater kontaktieren. Okay, und wann ruft der an? Wie bitte? Wann ruft denn der an? Ja, also Sie können zum Beispiel mit also per WhatsApp oder per Handy kontaktieren und das kann also zum Beispiel morgen sein. Was ist Ihnen? Ja, aber wieso per WhatsApp? Also ja, haben Sie WhatsApp oder nein? Ja, ich habe schon WhatsApp, aber das nutzt man doch nicht für sowas. Ja, also dann Sie können zum Beispiel mit unserem Finanzberater per WhatsApp oder also per Handy kontaktieren. Das ist nicht so wichtig. Das ist besser bei Ihnen. Ja, wie gesagt, WhatsApp ist ja komisch für Bankgeschäfte. Das das nimmt man ja nur privat. Und wenn überhaupt, das sollte man ja eigentlich auch gar nicht nutzen. Okay, dann können Sie zum Beispiel per Handy einfach kontaktieren. Okay. Ja. Okay, also dann sagen Sie bitte, mit welchem Betrag wollten Sie empfangen? Weiß ich nicht, wie viel ist denn sinnvoll? Ja, wie gesagt, Sie haben 3 Möglichkeiten, mit 250 Euro, 500 oder 1000 Euro. Ja, je mehr Sie investieren, desto mehr können Sie verdienen natürlich. Ja, wie viel Gewinn macht man denn mit 250 Euro? Und wie viel wollten, also wie viel werden Sie verdienen? Ja. Also das kennt Sie, wie gesagt, vom Finanzmarkt. Das verändert sich sehr schnell. Und also das kennt vom Finanzmarkt. Und natürlich, wie gesagt, von 10-15% pro Monat bekommen Sie garantiert. Aber alles verändert sich sehr schnell und mit der Zeit können Sie natürlich mehr gewinnen. Ja. Also das kennt also vom Geld auf Ihr Konto. Wie gesagt, je mehr Sie investieren, desto mehr Sie gewinnen. Also das ist selbstverständlich. Okay. Und wann macht man da Gewinne? Wie lange dauert das? Wie lange dauert was? Na, bis man da Gewinne macht. Ja, also Sie können zum Beispiel investieren und schon zum Beispiel in einer Woche oder früher können Sie also erst das Gewinn bekommen. Also das kommt vom Finanzmarkt. Also wenn unser Handelsprogramm und Finanzmarkt sie das Geld also schon auszahlen könnten. Ja. Also nach einer Woche denn? Ja, Sie können also handeln natürlich selbst. Aber sowieso bekommen Sie eine Unterstützung von unserem Finanzberater und Handelsprogramm. So können Sie jederzeit also das Geld auszahlen. Ja, also muss ich das dann alleine machen da mit dem Öffnen und Schließen und so?
Wie bitte? Also muss ich das mit dem Öffnen und Schließen denn alleine machen? Ja, also Sie können, also allein halten, also wie gesagt, sowieso bekommen Sie eine Unterstützung von unserem Finanzberater. Ja. Wir haben viele Experten in dieser Branche, die also mehr als 10 oder 9 Jahre auf dem Finanzmarkt handeln. Sie sind ganz erfahrene Experten. Ja, und was war das denn, und der heißt denn Tesla, oder wie heißt der Mann? Wie heißt der Mann? Ja. Welcher Mann? Na, der da helfen soll. Also wir haben Finanzberater. Ja, und ich weiß nicht genau, wer mit Ihnen arbeiten will. So, also, ja. Und wir haben viele Finanzberater, viele Finanzanalytiker. Und so, ich weiß nicht genau, also wer mit Ihnen arbeiten wird. Ja, und was war das mit dem Tesla? Wer ist denn das? Mit Tesla, also das ist unser Handelsprogramm. Achso, ich dachte, weil ja, muss ich mit dem Tesla-Programm alleine handeln, oder wie? Also Sie handeln nicht allein. Sie bekommen, also Sie handeln mit unserem Finanzberater und Handelsprogramm. Und Tesla, das ist unser Handelsprogramm. So. Und Sie aktivieren Ihr Konto und dann leite ich Sie weiter zu unserer Finanzabteilung. Ja. Und dann besprechen Sie eine Strategie mit unserem Finanzberater oder Finanzanalytiker. Und dann zeigt er Ihnen unser Handelsprogramm und wie Sie mit Tesla also das Geld auf dem Finanzmarkt verdienen können. Ach so, also der Mann, der zeigt mir das denn erst. Also ich höre Sie ein bisschen schlecht. Ja, ich sage, der Mann, der zeigt mir das denn erst. Ja, genau, er zeigt es natürlich. Also wie Sie gesagt haben, Sie haben keine Erfahrung, so er zeigt Ihnen also das Programm. Wir haben eine App für Handy und für Computer. Oh. Und so können Sie jederzeit, also irgendwo, also unsere App benutzen, um das Geld zu gewinnen. Ja, und kann man sich den Mann, der da handelt, aussuchen? Nochmal bitte? Kann man sich den Mann, der mir da helfen soll, aussuchen? Also kriegt man da irgendwie Bilder oder sowas zu sehen? Also, wie gesagt, wir haben viele Finanzberater. Und ja. Ja, ich weiß nicht genau, wer mit Ihnen arbeiten wird. Ja, aber kann man sich da einen aussuchen, dass ich dann sage, ich möchte den haben? Gibt es da irgendwie eine Seite, wo Bilder drauf sind oder so? Ja, aber sowieso bekommen Sie eine Unterstützung von unserem Finanzberater und Analytiker. Und er hilft Ihnen, gibt Ihnen verschiedene Ratschläge. Ja. Und wenn Sie natürlich also eine Angst haben, wissen nicht, was und wie investieren, dann hilft er natürlich Ihnen. Sie bleiben nicht allein. Ja, das ist ja schon mal ganz gut, dass ich denn da nicht alleine bin. Ja. Aber man kann sich den dann nicht aussuchen, also dass man sich da irgendwie einen Katalog anguckt und dann kann man sich da einen nehmen. Also was für ein Katalog? Na, ob man die Leute da, die Männer, ob man sich da einen aussuchen kann. Weil ich will ja dann auch einen Hübschen haben. Also Sie wollten mit unseren Kunden kontaktieren, oder? Nee, den Berater, da möchte ich ja einen Hübschen. Also wir wollten mit unserem Finanzberater kontaktieren. Hm? Ja, aber schauen Sie mal, also wir haben viele Kunden, also die bei uns handeln wollten. Ja. Und unser Finanzberater oder Analytiker, die können nicht dazu Zeit bieten, also für jeden Kunde. Viele von neugierig wollten sofort mit unserem Finanzberater alles absprechen und so weiter. Aber wie gesagt, sie haben eine Arbeit und ich kann nicht mit unserem Finanzberater kontaktieren. Aber ja. Wie gesagt, wenn Sie Ihr Handelskonto bei uns erstellen und aktivieren, dann leite ich Sie sofort weiter. Und dann sprechen Sie mit unserem Finanzberater oder Analytiker sofort und sprechen alles, was Sie wollen. Ja, also ich kann mir dann keinen aussuchen, sondern ich kriege dann einfach einen. Nochmal bitte? Ich sage, ich kann dann mir keinen aussuchen, sondern ich muss den nehmen, den ich da bekomme. Ja, also wie gesagt, Sie aktivieren Ihr Konto und ich leite Sie sofort weiter und können Sie sofort mit unserem Finanzberater kontaktieren. Mhm. Okay. Ja, also dann, wie ist es bei Ihnen? Wir haben viele Kunden, die gar keine Zeit haben
und Sie kontaktieren mit unserem Finanzberater nur 10 Minuten pro Woche, also am Wochenende. Ach, so und, wenig denn. Wie bitte? So wenig denn, also mehr braucht man da nicht an Zeit. Ja, aber diese Leute haben Arbeit und nicht so viel Zeit für den Finanzmarkt. Aber sie wollten etwas an den Finanzmarkt gewinnen. So kontaktieren sie, also wenn sie Freizeit haben. Ja. Und natürlich, wenn sie, ich weiß nicht, keine Arbeit haben oder viel Freizeit haben, dann können sie jederzeit, wenn sie wollen, mit unserem Finanzberater kontaktieren. Also diese Leute arbeiten für sie und machen alles, damit sie mehr wie möglich Geld bei uns verdienen. Achso, dann kann ich auch öfters mit dem telefonieren, wenn der mehr, also wenn ich mehr Zeit habe. Also wollten Sie später telefonieren? Nee, die Frage war, ob ich mit dem dann auch öfters als nur 10 Minuten reden kann. Ja, aber wie gesagt, viele Kunden wollten mit Finanzberater alles schnell absprechen. Aber unsere Finanzberater haben sowieso viel Arbeit und sie können nicht mit jeder Kunde also sprechen. Ja, das ist ja okay denn. Aber ja. Ich habe ja mehr Zeit als 10 Minuten jeden Tag, kann ja länger. Ja, und was wollten Sie mit ihm sprechen? Vermutlich kann ich Ihnen also helfen. Nee, jetzt noch nicht, erst wenn es soweit ist. Ja, also dann, wie gesagt, Sie können schon heute Ihr Handelskonto aktivieren. Wollten Sie heute beginnen? Ja, ich habe jetzt mit dem Anruf nicht gerechnet. Also demzufolge dachte ich da ja jetzt noch nicht dran. Aber wenn Sie sagen, das müssen wir heute machen, dann ja, können wir ja machen, dann können wir mal probieren. Ja, also dann mit welchem Betrag wollten Sie anfangen? Ja, wenn es geht, halt unter 200, ne? 250 Euro, ja? Naja, wenn Sie sagen, dann müssen wir das ja so machen, ja. Ich hätte erstmal weniger gemacht, wissen Sie, weil es ist ja ganz schön viel Geld. Dann können wir mit 250 Euro beginnen, kein Problem. Also wie gesagt, mit der Zeit natürlich werden Sie mehr verdienen. Und natürlich, also zum Beispiel in einem Monat wollten Sie mehr, also einzahlen. Also das ist kein Problem. Sie können jederzeit also das Geld einzahlen und jederzeit also das Geld auszahlen. Ja. Ja, okay. Also dann also sagen Sie bitte, wir haben drei Möglichkeiten, wie Sie Handelskonto aktivieren könnten. Sie können mit also Online-Banking, mit Kreditkarte oder mit Bitcoin das machen. Also was ist besser bei Ihnen? Haben Sie Online-Banking oder Kreditkarte? Was war das dritte? Das habe ich nicht verstanden. Haben Sie Online-Banking oder haben Sie eine Kreditkarte? Ja, das habe ich. Haben Sie Kreditkarte? Ja, habe ich auch, ja. Ja, und dann, wie ist es besser bei Ihnen? Sie können per Online-Banking oder per Kreditkarte das machen? Ja, also, wie Sie wollen. Ja, also... Was gab es da noch für eine Variante? Sie hatten ja vorhin drei gesagt. Ja, und die dritte Möglichkeit, das ist per Bitcoin. Achso, wie geht denn das denn? Ja. Wie macht man das? Haben Sie, oder? Entschuldigung, wie bitte? Wie macht man das mit Bitcoin? Also, Sie bekommen einen Link und dann können Sie per Link also einfach mit Bitcoin also bei uns handeln. Also einfach 250 Euro in Bitcoin auf Ihr Konto überweisen. Okay, und wie geht das? Wie bitte? Wie funktioniert das dann? Ja, also das ist wie mit Kreditkarte oder Online-Banking. So. Sie also überweisen also das Geld auf Ihr Konto. Ja. Und ja, also dann können Sie bei uns also diese Bitcoin, also 250 Euro, also investieren. Ja, dann würde ich das mal so probieren, ja. Das habe ich noch nie gemacht. Und haben Sie Bitcoin? Nee. Ja, und also, Sie können nur mit Bitcoin, also, ja, wie gesagt, einzahlen. Also, wenn Sie kein Bitcoin haben, dann können Sie mit Online-Banking oder Kreditkarte das machen. Ach so, dann kann man nicht mit Bitcoin bezahlen. Ich dachte, man kann das denn da irgendwie so tauschen oder so. Ich kenne mich ja damit auch noch nicht so aus.
Ja, also wie gesagt, wenn Sie keine Bitcoin haben, ja, dann können Sie mit Online-Banking oder Kreditkarte das machen. Ja. Also nicht alle Kunden haben, haben Bitcoin, sondern wir haben solche Möglichkeiten. Ja. Mhm. Und, aber PayPal geht ja nicht. Wie bitte? PayPal geht nicht. So, haben Sie Online-Banking zum Beispiel? Ja, nee, Online-Banking, na doch, Online-Banking habe ich, aber ich habe gefragt, ob PayPal geht. Ja, also dann wie das Beste bei Ihnen. Wie können Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Mit Online-Banking oder mit Kreditkarte? Na, PayPal wäre am einfachsten. Mit PayPal? Mhm. Also, ich weiß das nicht genau. Ich muss das jetzt absprechen. Einen Moment bitte, ich weiß nicht genau, ob es möglich ist. Ja. Ja, also wir werden das nochmal also mit unserer Finanzabteilung absprechen, ich weiß es genau. Aber vermutlich ist es besser bei Ihnen ein also online, also mit Online-Banking einfach das machen. So, also mit PayPal geht das nicht. Also haben Sie kein Geld auf Online-Banking, ja? Doch. Haben Sie kein Geld also auf Online-Banking? Doch. Ja, und vermutlich dann mit Kreditkarte? Na, geht ja beides, habe ich ja gesagt. Also Sie können nur mit PayPal das machen, ja? Nö. Also Sie haben nur eine Möglichkeit, also mit PayPal, ja? Nö, ich habe alle Möglichkeiten. Ja, dann wie gesagt, warum wollten Sie nicht mit Online-Banking das machen? Na, weil kann man sich doch aussuchen, PayPal kann man doch sonst auch auswählen. Und da, das nehme ich halt meistens, weil da ist am bequemsten. Also wollten Sie, also Sie haben eine Möglichkeit mit Online-Banking das machen, aber Sie wollten nicht. Na doch, geht ja auch, aber die Frage war ja, ob Sie PayPal haben, dann wäre es ja noch einfacher. Also das ist für Sie einfach mit PayPal das machen, ja? Na da ist am einfachsten, ja, aber ich meine ja, Kreditkarte oder Online-Banking geht ja auch. Ja, verstanden. Okay, also dann... also ich habe Finanzabteilung das gefragt, jetzt warte ich auf die Antwort. Ja. So, ich weiß es nicht genau, aber wenn es nicht klappt, dann ist es möglich mit Online-Banking oder mit Kreditkarte das machen. Ja, das kann man dann machen. Okay. Also dann also warten wir auf eine Antwort und also dann sagen Sie bitte, also ich habe keine Erfahrung aus dem Finanzmarkt, ja? Genau. Und vermutlich haben Sie Freunde oder Bekannten, die auf dem Finanzmarkt handeln. Nee, die sind alle doof. Die können das alle nicht. Und also warum haben Sie also entschieden, auf dem Finanzmarkt also das Geld gewinnen und einfach handeln? Ja, na klar. Dann, wenn man da Geld verdienen kann durch nichts tun, dann ist doch gut. Also, und suchen Sie also nach passives Einkommen, ja? Also Sie haben eine Haupteinkommensquelle und wollten bei uns also einfach das Geld automatisch passiv jeden Tag gewinnen, also bekommen, ja? Genau, das stand ja so in der Werbung. Verstanden. Und also sagen Sie bitte, wie alt sind Sie? Ich bin 29. Und Sie? 29. Ich bin 23. Okay. Und wissen Sie schon... also in welche Aktien oder Kryptowährungen oder Rohstoffen wollten Sie investieren? Na, kann man bei euch auch so ganze Bitcoins kaufen, also dass man da so ein Coin dann hat? Ja, also Sie können in Bitcoin bei uns investieren. Wie gesagt, wir haben viele Finanzinstrumente. Ja. Also dann kann man den ganzen Coin bei euch kaufen, dass man den dann hat. Also Sie wollten in Bitcoin investieren, ja? Ja, wenn man da so einen Coin kaufen kann, dann würde ich so einen nehmen, ja. Ja, also Sie können in Bitcoin und in andere Kryptowährungen investieren. Ja. Also ich bin nicht dazu sehr also zuständig, ich bin nicht so gut in dieser Branche, aber ich denke, dass also Bitcoin schon also 62.000 Euro kostet. Oder? Vermutlich, das ist nicht so gute Möglichkeit, in Bitcoin investieren. Ne? Ja, okay, also... Ja, also dann, das funktioniert ja so, dass
Sie müssen billige kaufen und teure verkaufen. Und natürlich unser Finanzberater und Handelsprogramm wird Ihnen dazu helfen. Ja. Ja, und natürlich, Sie können also irgendwo arbeiten. Zum Beispiel, Sie müssen nur Internet haben. So, ja. Sie können zum Beispiel zu Hause bei der Arbeit handeln. Und es ist nicht so kompliziert und das braucht nicht so viel Zeit. Und wie gesagt, unsere Finanzberater und Handelsprogramm bekommen Sie ganz kostenlos. Mhm. So, Sie können jederzeit, also wenn Sie Fragen haben, dann können Sie jederzeit mit unserem Finanzberater kontaktieren. Ja. Kann man denn da anrufen oder wie? Wie denn? Da kann man dann einfach anrufen. Ja, also ich weiß nicht genau, also wie es besser bei Ihnen. Und Sie können zum Beispiel per Sozialnetzwerke also im Kontakt bleiben und einfach also per Handy oder per E-Mail, also das, wie es besser bei Ihnen. Na und anrufen? Ja, also Sie können also wie gesagt einfach anrufen, das ist kein Problem. Ach so, okay. Haben Sie denn da schon mal eine Nummer? Also ich sehe, hier steht Ihre Telefonnummer. Also Sie haben bei uns Ihre Daten hinterlassen. Ich meine die Nummer, wo ich anrufen kann, ob Sie die schon haben. Einen Moment bitte. Hm. Also diese Information müssen Sie mit unserem Finanzberater absprechen. Ach so. Einen Moment bitte. Hm. Okay, also ich habe die Information bekommen, dass wir mit PayPal das machen können. Können wir? Ist das gut bei Ihnen? Ja, geht. Ja, also das können wir machen. Ja, dann machen wir das mit PayPal. Ja, okay, also dann sagen Sie bitte, wie kann ich Ihnen also das alles schicken? Wollen Sie das dann per Post schicken? Per Post, ja. Mhm. Ja, also hier steht Ihre E-Mail-Adresse, ja, Klaus? Ja, weiter. Ja, dann punkt.penitzkopf@googlemail.com. Ja. Das ist Ihre Mailadresse, ja? Ja, aber nicht mit Google Mail, da muss was anderes hinten stehen. Also hier steht Google Mail, aber Sie benutzen Gmail, ja? Nee, das ist falsch. Das, also hinter dem @-Zeichen muss was anderes stehen. Ja, und was muss stehen? Da muss stehen @m. At N. M D C C. N D C C. C T. Ja, und dann FUN.de. S.N. FUN.de. Einen Moment bitte. Ja, wir haben jetzt gesprochen. Wie bitte? Also, hier ist Michael Mayer, wir haben vor kurzem gesprochen. Ach so, Sie hatten gerade aufgelegt, glaube ich. Ja, also vermutlich, das war zufällig. Ja, also... Ja, ja und dann können wir per E-Mail-Adresse mit ihm kontaktieren. Jetzt kann ich Sie gar nicht mehr so richtig zuordnen. Entschuldigung, noch mal bitte. Ja. Ich sage, ich kann Sie jetzt gerade gar nicht so richtig zuordnen. Ja, aber ich kann Ihnen per E-Mail-Adresse also einen Link schicken. Ja. Und Sie können per PayPal das machen, wie Sie wollten. Ach so, der sind Sie, ja. Hm. Ja, dann schicken Sie mal per E-Mail, das hatten wir ja gerade abgeglichen und dann haben Sie aufgelegt. Ja, einen Moment bitte, ich muss Ihre E-Mail-Adresse zuerst finden. Ja. Können Sie bitte also das alles buchstabieren? Die ganze E-Mail-Adresse von mir? Ja, genau, die ganze. Na, also den Vornamen, Punkt, Nachnamen haben Sie ja da schon, ja? Ja, und können Sie bitte buchstabieren? Ja, und dann danach kommt dann ein @-Zeichen? Ja, genau. Und dann ein M? M wie Mario oder M? Na, M wie Mülleimer. Also wie M, ja? Wie ja, Marta.
Ja, genau. M wie Mülleimer. Dann kommt ein D. D. Genau, wie Dachschaden. Mhm. Dann kommt ein C wie Zeppelin. Ja. Dann kommt noch ein C wie Zeppelin. Na ja. Dann kommt ein F wie Freudenhaus. Also F? Genau, wie Freudenhaus. Ja. Dann kommt ein U wie Unterleibsschmerzen. Mhm. Ein N wie, wie Notenbett. Ja, zum Beispiel, genau. Dann kommt ein Punkt wie das Zeichen. Punkt. Mhm. Und dann ein D wie Dachschaden wieder. Und, mhm. Und dann kommt ein E wie, Express. Also, ich hab verstanden. Mhm. Genau. Mhm. Okay, verstanden. Also dann, ich kann per E-Mail-Adresse alles das schicken. Ja. Und dann? Mhm. Ja, und dann wir können also persönlich das alles machen, sofort. Also dann kann ich das mit PayPal dann einzahlen, wenn Sie mir die E-Mail geschickt haben. Also ich habe ja noch nicht geschickt. Ach so, ich dachte, Sie haben das schon geschickt. Es dauert auch eine Weile, bis das bei mir ankommt. Na, also wenn Sie das jetzt schicken, dann müssen wir ein bisschen warten. Also wir müssen also ich muss das ein bisschen, also per Handy das machen. Also das ist ein bisschen kompliziert. Warum ist das kompliziert? Also ich kann das selbst nicht machen. Also dort benutzen Sie zum Beispiel für unser Bitcoin, also für unser... Also unser Bitcoin-Link und das, dieses Link wissen Sie nicht. Aha. Okay. Ja, also dann bleiben Sie bitte in Kontakt. Ich schreibe jetzt ein E-Mail. Ja, aber okay. Nicht wieder auflegen. Und warum denn? Na, das letzte Mal haben Sie ja einfach aufgelegt. Ja, also Sie können einfach also E-Mail per Handy öffnen. Also sind Sie jetzt zu Hause? Ich bin jetzt zu Hause, ja. Ja, also dann können Sie, haben Sie zum Beispiel einen Laptop oder Computer? Ich habe einen Computer. Ja, können Sie dann bitte also diese E-Mail-Adresse einfach per Computer, also auf Ihr Computer öffnen? Also ich soll mein E-Mail-Postfach jetzt aufmachen. Wie bitte? Ich sage, ich soll mein E-Mail-Postfach aufmachen. Ja, also ich schicke jetzt einen Link. Ja. Ja, und können Sie das, also wir müssen das zusammen machen. Ja. Okay. Ja. Können wir ja machen, ja. Ja, okay. Also ja. Einen Moment bitte, dann schicke ich. Ja, ich warte. Ja, hallo. Ja. Also ich habe eine E-Mail-Adresse geschickt, kann Sie bitte überprüfen. Also jetzt haben Sie gerade die E-Mail an meinen Postfach geschickt, meinen Sie? Ja, also ich habe auch diese E-Mail-Adresse, die Sie gesagt haben. Also, ja. Habe das geschickt. Ja, dann gucke ich da mal rein. Moment, dann... Ja, überprüfen Sie das bitte. Dann logge ich mich mal ein. Ich mache mal die Seite auf. So, genau. Dann haben wir hier schon mal das Internetfenster geöffnet. So... Dann muss ich jetzt hier erstmal in mein E-Mail-Postfach reingehen. So. Ah ja, genau. Da haben wir den Link. So. Und jetzt noch meine Login-Daten. So. Jetzt lädt mein Posteingang erstmal. Das dauert einen kleinen Moment. Ja, kein Problem. So. Nee, hier läuft noch die Aktualisierung. Ich sag ja, das dauert hier eine Weile mit E-Mail. Ja, also wir haben irgendwelche Probleme. Ja, warum legen Sie denn mal auf? Also ich habe nicht, also ich habe gelegt, weil Sie nicht geantwortet haben. Ja, aber Sie haben doch gesagt, kein Problem, Sie warten. Ja, und dann habe ich noch mal gefragt und Sie haben nichts geantwortet. Nö, das haben Sie nicht. Bei mir kam nichts mehr an. Da haben Sie schon aufgelegt.
Ja, okay, also dann schauen Sie mal. Haben Sie ein E-Mail bekommen? Ja, jetzt habe ich alles wieder zugemacht, weil Sie waren ja jetzt weg. Muss ich erstmal wieder anmachen hier. Sie haben ja gesagt, das können wir nur zusammen machen. Ja, und machen Sie das bitte auf. Ja, dann muss ich hier nochmal mein Internetfenster aufmachen. Moment. So, dann muss ich auf das E-Mail-Postfach gehen. So, und dann gehe ich jetzt hier wieder auf Login. So, und jetzt lädt hier mein Postfach wieder, ja. Wie bitte? Ich sagte, jetzt lädt mein Postfach. Jetzt bin ich hier wieder beim Einloggen. Ja, und also können Sie also diese Nachricht einfach öffnen? Ich muss gucken, wo die ist. Das lädt hier erstmal runter. Ja. Ja, aber das ist Ihre E-Mail-Adresse. Wo, oder von wem aus haben Sie das denn geschickt? Wie heißen Sie denn da bei dem E-Mail? Ich heiße Michael Mayer. Das steht da auch bei der E-Mail dann drin, ja? Genau, Michael Mayer. Michael Mayer, So, ich guck mal nach Michael. So. Nee, aber Michael Mayer habe ich jetzt hier noch nicht mit dabei. Ja, ich habe vor kurzem, also vor zehn Minuten, also das geschickt. Aber schon 5 Minuten. Aber ist noch nicht da. Ja, also vermutlich, also können Sie, also zum Beispiel Spam öffnen, vermutlich dort wieder. Auf den Spam-Ordner soll ich draufklicken, meinen Sie? Nochmal bitte? Sie sagen, ich soll auf den Spam-Ordner klicken. Ja, also haben Sie also keine Nachricht bekommen, ja? Na, im Posteingang noch nicht, nein. Also vermutlich haben Sie irgendwelche andere E-Mail-Adresse und andere Sozialnetzwerke. Nee, ich habe nur die eine E-Mail-Adresse hier. Und also, ja, haben Sie kein WhatsApp, ja? Doch, WhatsApp habe ich. Ja, also dann können wir per WhatsApp kontaktieren. Also ich kann einfach also dieses Link schicken. Na, aber da habe ich ja schon gesagt, über WhatsApp mache ich keine Bankgeschäfte, das gehört sich nicht. Da sollte man eigentlich nicht mal unbedingt privat sein, wenn man es ganz genau nimmt. Ah ja, ja, jetzt habe ich ja was von Michael Mayer bekommen, ohne Betreff. Ja, also Betreff war. So, da steht jetzt ein Link drin, HTTPS und dann magnatus.com. Genau. Das ist er. Und jetzt öffnen Sie bitte diesen Link und ich schicke noch auch für Bitcoin, also das ist auch sehr nötig. Also öffnen Sie bitte diesen Link. Aha. Ja? Das ist aber eine komische PayPal-Seite. Ja, also das können Sie hier mit PayPal. Also einfach das Geld überweisen auf Ihr Konto. Aha. Ja, also, was sehen Sie hier? So, warten Sie, ich trage mal meine da oben, das ist halt alles auf Ausländisch, das kann ich ja gar nicht lesen. Ja, also, ja, ich kann Ihnen alles sagen. Ja, was steht da auf der... Hier steht alles auf... Ja. Auf Englisch. Hier steht, was sehen Sie hier? Steht hier Ihre E-Mail-Adresse? Nee, die steht da nicht auf der Seite. Haben Sie diese Seite geöffnet? Den Link, den habe ich aufgemacht, ja. Ja, und was sehen Sie hier? Na, so ausländische Sachen, das ist halt alles nicht, kann man alles nicht lesen. Es ist auch auf Englisch, wie gesagt. Ach so. Und was steht da? Also sehen Sie, hier steht also Lücken und wir müssen also diese Lücken einfüllen. In die Lücken muss ich was einfüllen.
Ja, genau. Okay. So, und weil die Seite sieht so komisch aus, da ist ja nichts. Das ist ja einfach nur eine weiße Seite mit so Lücken drin. Ja, also wie gesagt, das ist alles auf Englisch. Gibt es das auch auf Deutsch? Also, glücklicherweise nein. Oh, das ist aber schlecht. Also weiß ich gar nicht, was ich da reinschreiben aber soll. Aber ich kann Sie so begleiten. Also ich kann Ihnen helfen. Ja. Ja, also... Jetzt höre ich Sie nicht mehr. Sie sind schon wieder weg. Ja, also ich bin hier. Ja. Ja, also wie gesagt, Sie können jetzt das per PayPal das machen, mit diesem Link. Oder wir können also mit Online-Banking das machen. Na, und was muss ich jetzt hier eingeben auf der Seite, weil das ist ja komisch hier alles. Auf dieser Webseite? Ja. Ja, also hier steht zuerst Ihre E-Mail-Adresse. Welche E-Mail, also da, was muss da rein für eine E-Mail-Adresse, da wo Sie mir jetzt hingeschrieben haben, ja? Ja, also nicht wir, sondern also das ist nur einfach Ihre E-Mail-Adresse. Okay. Ja, also schreiben Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse. Also, dann schreibe ich die da rein. Bei Ihnen ist wieder leise. Sind Sie da noch da? Ja, also ich bin nicht mehr hier. Ah ja, okay. So, dann... Da ist meine E-Mail-Adresse, dann mache ich die da jetzt rein. So, und dann, was soll ich dann machen? Also, dann müssen wir, also, dann weitermachen. Was muss ich dann machen? Also, sehen Sie, dann ist, also, Richtung. Also, von, Sie müssen das wählen, PayPal. Da steht, Euro. PayPal, USD. Und da muss ich jetzt auch... Und klicken Sie bitte auf PayPal USD und bitten Sie bitte, also wählen Sie bitte PayPal Euro. Ja, und dann? Dann, auf, also weiter steht Bitcoin. Ja. Ja, Bitcoin, und hier gibt es Bitcoin Cash. Und Sie müssen an Bitcoin wählen. Also Bitcoin... Bitte, sehr. Ja, hab ich, ja. Mhm, also dann, also die Summe, also hier gibt es ein bisschen Steuern, so Sie können nicht 250, sondern 270 überweisen, aber kein Problem, also wir werden einen Bonus für Sie machen, also 50 Euro auf Ihr Konto. Mhm. Also Sie verlieren nicht. Also hier also steht jetzt, dann, hier steht jetzt nur 5 drin. Also da müssen Sie hier 270 schreiben. Ach, bei der 5 muss ich 270. Genau. Probiere ich mal. Mhm, haben Sie gemacht? Ja, habe ich drin, ja. Also dann steht Regeln und Bedingungen für den Umtausch. Ja, und Sie müssen also zustimmen. Wo? Ja, also dann steht also PayPal-Account, also Konto. Also schreiben Sie bitte hier Ihr PayPal-Konto. Wo denn? Wie bitte? Wo denn? Ich höre Sie ein bisschen schlecht. Ich sage, also hier steht dann weiter. Also haben Sie zustimmen, ja? Wo denn? Also ja, und dann weiter steht Your Account PayPal. Ach da, ja. Hm, was soll da rein? Ja, und also hier schreiben Sie bitte Ihr PayPal-Konto. Und denn? Also haben Sie das gemacht? Ich glaube schon, ja. Ja, also haben Sie geschrieben. Mhm. Mhm, okay, also dann habe ich die zweite E-Mail geschickt. Haben Sie auch das gesehen?
Also hier steht, also die Information für unser Bitcoin Account. Also Sie haben noch eine zweite Nachricht geschickt, meinen Sie? Per E-Mail. Ja, also also auf meine erste E-Mail-Nachricht geantwortet. Und hier steht die zweite. Mit also Buchstaben. Ja. Also das ist unser Twitter-Account. Was ist das? Also Crypto-Account. Na, aber muss da denn nicht was von mir rein, dass ich da so eine Adresse von mir reingeben muss? Ja, also Sie machen also mit PayPal auf Bitcoin, also Account, und dann also bekommen Sie das Geld nicht in Bitcoin, sondern in Euro auf Ihr Konto. Ja, aber wenn ich da nicht meine Adresse eingebe, dann ist doch das Geld weg. Aber Sie haben kein, also keine Adresse. Wie meinen Sie das? Ja, Sie haben kein, also, Adresse. Sie haben kein Bitcoin. Nee. Ja. Und hier steht unser Bitcoin-Account. Ach so, also muss da denn die Adresse rein, die Sie da per E-Mail nochmal geschickt haben? Ja? Ja, genau. Okay. Also haben Sie zweite E-Mail-Adresse bekommen? Ja, ja, da ist was gekommen. Da steht ganz viel auf Russisch drin. Bitte? Ich sage, da steht ganz viel auf Russisch drin. Mit der Uhrzeit und so. Das ist alles auf Russisch. Und ich habe also viel auf Russisch geschickt. Okay. So, und dann? Ja, also haben Sie zweite E-Mail von mir bekommen? Ja, ja, habe ich doch gesagt, ja. Ja, aber hier gibt es nichts auf Russisch. Doch, da ist ganz viel Russisch drin, da mit dem Datum, und da steht OT und Kommi und Utenpabnehabi, irgendwie so. Also hier steht nur, also unser Bitcoin-Konto, hier gibt es nichts. Doch, da ist ja noch das... Da gibt nichts auf Russisch. Na doch, da steht doch nochmal der Link mit Magnus unten drunter. Und da drüber steht so ein E-Mail-Kopf, und da ist alles auf Russisch. Oder zumindest sind das so kyrillische Zeichen. Ich kann ja mal also gucken. Also Sie, also diese Seite, Knapp. Ja. Ja, also diese Seite also hat zwei Sprachen, Russisch und Englisch. Und wir haben auch auf Englisch das alles gemacht. Und warum haben Sie auf Russisch? Na, in der E-Mail steht da viel auf Russisch. Ja, sagt er auch hier bei Google übersetzt. Da gibt's nichts auf Russisch. Doch, da steht gesendet auf Russisch. Und dann gibt's da noch so ein Wort, was mit K-O-M-Y. Kann ich ja auch mal übersetzen. Naja, bei mir also steht... Das heißt denen. Also bei mir steht nur dieser also Konto für Bitcoin und nicht. Ja, aber nicht auf Russisch. Der E-Mail-Kopf ist aber auf Russisch. Da steht zum Beispiel jetzt als Donnerstag zum Beispiel. Ja, warten Sie, ich kann das vielleicht mal über einen Übersetzer. Ja, so, ich weiß es nicht genau. So. Habe ich jetzt da übersetzt mit Google? Das heißt Donnerstag. Ja, also ich kann das, also sehen Sie, also unser Bitcoin-Konto. Ja. Ja, und dann, also können Sie einfach, also das kopieren. Ja. Und hier steht Bitcoin, also in Magnatus, auf unserer Webseite. Da muss denn die Nummer rein, ja? Also können Sie dann einfügen. Ja, habe ich gemacht.
Ja, also und oben steht Ihr Account von PayPal, stimmt das? Das ist meine PayPal-Adresse drüber, ja. Ja, also dann steht also ein Passwort und also nochmal ein Passwort. Ja. Haben Sie schon gemacht? Nee, wie heißt das Passwort? Also das Passwort Parole. Was? Also hier müssen Sie also ein Passwort machen. Soll ich mir da eins ausdenken? Ja, Sie müssen einfach also sehen Sie also es gibt irgendwelche Zahlen. Also irgendwelche Zahlen soll ich da reinmachen? Also sehen Sie, hier steht also Passwort und nochmal ein Passwort. Ja. Ja, und dann steht nochmal ein Passwort. Also Passwortgenerator. Also da soll ich denn mir eins ausdenken? Ja, nein, also schauen Sie mal. Sehen Sie Passwortgenerator. Und hier ist 10, hier sind 10, also Zahlen, ich weiß nicht, ja, 10 Symbole. Und die muss ich da oben sehen reinschreiben, denn da drüber? Ja, also diese 10 Symbole müssen Sie zweimal also kopieren und einfügen, wo der Passwort ist. Ach so, ja, das kann ich machen, ja. Ja, also Sie müssen nichts also ausdenken oder was. Ja. Habe ich gemacht, ja. Ja. Und Sie müssen also auch diese 10 Zahlen auf Ihr Blatt also einschreiben. Das ist sehr wichtig. Sie müssen diese 10 nicht verlieren. Wie meinen Sie das? Ach, das muss ich mir merken. Ja, genau. Ja, habe ich gemacht, ja. Dann steht also den Namen. Nee, da steht nichts mit Name. Also nach der Passwort. Ja, was muss dann? Also wie gesagt, dein Name. Mein Name muss da rein. Ja, genau. Ja. Ja, also das steht unten. Also ein Vorname und ein Nachname. Wo muss, in welches Feld muss ich was reinschreiben? Also, wie gesagt, Surname, das ist Nachname. Also, Suan. Surname, das ist Vorname. Also, was muss denn da drin stehen? Also, Nachname und Vorname. Also, beides drin in dem einen Feld. Ja, genau. Also, in Surname, also schreiben Sie Nachname. Und dann, Surname, sehen Sie, müssen Sie. Also Ihren Vornamen schreiben. Also bei... Also was muss jetzt genau da bei dem ersten Feld drin sein? Also wie gesagt, Nachname. Und welcher? Wie bitte? Welcher Nachname? Also Ihre. Ach so. Ja, habe ich. Ja, und dann sehen Sie, dann steht First Name. Das ist Vorname. Ach so, ja. Ja. Dann schreibe ich da, also auch wieder von mir denn, ja? Genau. Okay, habe ich, ja. Dann steht also Stadt, also ein Land. Wählen Sie bitte Deutschland. Oh, da steht viel drin. Da muss ich eine Weile scrollen. Ja. A, P, C. So, jetzt kommt D. D, Dänemark, Djibouti, Dominika, dann Dominikanrepublik. Da steht aber nicht Deutschland. Also, das steht auf Englisch. Das müssen wir von Germany finden. So, dann fängt es mit J an. Germany, oder wie?
Mit G. Ach, mit G. Gustav. Da muss ich bei G gucken. Ja, genau. Lass ich wieder ein bisschen scrollen. So, jetzt kommt hier... Das ist das am Anfang von G. Jetzt kommt hier was mit G. Da steht Gabon, Gambia, T, Georgia, Germany, das ist es, ja? Genau. Ah, ja, okay. Genau. Ja, habe ich drin, ja? Ja. Ja, dann, also, Telefonnummer, schreiben Sie die Telefonnummer. Meine Telefonnummer? Ach du Gott, die habe ich gar nicht im Kopf. Ihre Telefonnummer. Ja. Ja. Warten Sie mal, dann schreiben Sie bitte Ihre Telefonnummer. Dann muss ich mal gucken, weil die habe ich nicht im Kopf. Da muss ich ja, also dann können Sie das machen. Irgendwo habe ich mir die aufgeschrieben. Warten Sie mal, da muss ich mal meine Telefonnummer suchen. Ja. So, ich habe gleich den Zettel gefunden, wo meine Nummer draufsteht. Wie bitte? Ich sage, ich habe gleich den Zettel gefunden, wo meine Telefonnummer draufsteht. Die habe ich nicht im Kopf, die Nummer. Ja, also kein Problem. Haben Sie gefunden oder müssen Sie noch finden? Nee, den Zettel habe ich jetzt. Jetzt muss ich wieder zurück zum Computer. Ja. So, jetzt gebe ich da die ganze Nummer ein, ja? Naja, genau. So, dann habe ich die jetzt da auch drin, ja? Hab ja, ich? Also, ja. Ja, und dann steht, also, ja, dann steht unten noch ein großen Platz für Bemerkungen. Sehen Sie? Großen, also leeren, weißen Platz. Ja, da sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier steht was mit E-Mail 1, E-Mail 2, Telegram, Instagram, das Skype, müssen, ICQ. Wir, ja. Brauchen Sie die das Nummern auch noch? Nein, also hier müssen wir nicht schreiben. Ah, dann, okay. Nach ICQ sehen Sie also ein leeres Blatt. Ein leeres Blatt? Sehen Sie, hier steht Note. Also das ist Bemerkung auf Deutsch. Bemerken. Ach hier, Note, ja. Ja, und schreiben Sie bitte hier nochmal Ihren Nachname und Vornamen. Bei Note. Ja, schreiben Sie bitte hier nochmal, also Ihren Nachnamen und Vornamen. Ja. Also erst den Nachnamen. Haben Sie das gemacht? Ja, warten Sie, erst den Nachnamen und dann den... Nein, ich meine, also schreiben Sie bitte Ihren Nachnamen, Ihre Nachnamen und Vornamen. Ja, ja. Also erst den Nachnamen und dann den Vornamen, ja? Also das ist nicht sehr wichtig. Ach so. Soll ich das mit Leerzeichen oder mit Komma trennen? Oder Komma und Leerzeichen? Also, das ist besser bei Ihnen. Das ist, wie gesagt, nicht so wichtig. So. Also, Sie können einfach, wie gesagt, also wie oben haben Sie Ihren Nachnamen und Vornamen geschickt, also geschickt. Dann müssen Sie nochmal das machen. Sie können einfach also kopieren. Ja, habe ich gemacht, ja. Also, dann hier steht also ein Bild mit Buchstaben. Sehen Sie? Ein Bild mit Buchstaben? Da muss ich mal hier ja. unten. Ach ja, da ist ein Bild mit Buchstaben drauf, ja? Ja, und dann schreiben Sie da was hier. Buchstaben. Und welche Buchstaben soll ich jetzt da reinschreiben? Also ich weiß nicht, Sie sehen, also Ihre Buchstaben, das ist wie ein Passwort, ich weiß nicht. Ach so, das, was da drin steht. Muss ich mir das denn merken? Nein, also das ist wie Datenschutz. Also Sie müssen einfach also Buchstaben von diesem Bild also schreiben und, Ja, habe ich gemacht. Und dann? Haben Sie das gemacht, ja? Ja. Also dann müssen Sie ein Submit also tippen.
Was soll ich denn tippen? Submit. Bestätigen. Ach, hier dieses S-U-B-M-I-T. Also, Submit, genau. Da drücke ich drauf, ja. Ja, und was sehen Sie jetzt? Jetzt sehe ich, also ich bin immer noch auf der gleichen Seite. Und da steht oben jetzt so eine Meldung drüber. Oben, also E-Mail? Ne, da steht eine Meldung, da ist schon eine Information gekommen. Ja, und ja, also können Sie dann ein Screenshot machen und so per E-Mail mir schicken. Was ist das? Was genau? Na, was Sie gerade gesagt haben, was ist das? Ja, also machen Sie bitte einen Screenshot. Was sehen Sie jetzt? Ja, was ist denn das? Screenshot. Ist das was? Also einfach, also. Was ist das? Ein was ist Screenshot? Hm. Also, das ist, also, das Foto von Ihrer Webseite. Das habe ich akustisch nicht verstanden. Die Leitung wird irgendwie gerade schlechter. Also, sehen Sie, hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Ja, wie gesagt, Bildscreen. Hm. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Was ist denn das? Ja, also, das ist der Bildschirmfoto auf Deutsch. Ach so, also, Screenshot. Soll ich mit dem Handy dann vom Computer ein Bild machen? Also, Sie können einfach. Also, ich soll ein Bild, okay, von meinem Computer machen. Ja, also von dieser Webseite. Was sehen Sie jetzt? Und dann schicken Sie mir bitte per E-Mail-Adresse. So, ich mache jetzt mal mit meinem Handy ein Bild. Sind Sie noch dran? Ja, genau. Ich bin, wie gesagt, immer hier. Ja, ist immer so leise da bei Ihnen auf einmal. Ja, haben Sie das gemacht? Na, warten Sie, ich mache gerade das Foto. Ja, machen Sie das Foto und schicken das E-Mail-Adresse bitte. So. Jetzt habe ich das auf dem Computer geladen, das Foto. Und so, dann gehe ich auf Ihre E-Mail, die Sie mir geschrieben haben. Ja, Sie können einfach antworten auf diese E-Mail-Adresse. Ja. So, dann lade ich da das Bild jetzt hoch. So, jetzt ist das hochgeladen. Und jetzt gehe ich auf Senden. Ja, genau. Ja, habe ich gemacht. Also haben Sie auf meine E-Mail-Adresse geantwortet, ja? Ja, ich glaube schon. Mhm. Einen Moment bitte. Ja. Mhm. Ja, aber hier steht also keine Webseite. Wie meinen Sie das? Ich sollte doch ein Bild von meinem Computer schicken. Also ich meine, also Bild von unserer Webseite, die Sie schon geschrieben haben. Wir müssen eine Zelle finden. Wie meinen Sie das? Ist da was kaputt an meinem Computer? Also, wir haben also die Lücken einfüllt, genau. Ja.
Ja, und wir müssen also einen Fehler finden. Also etwas ist nicht korrekt. Oh je. Na, ich kann, weiß ich jetzt nicht, was ich jetzt machen soll. Also wir müssen also einen Screenshot machen. Na, war das jetzt nicht so ein Screenshot? Wie bitte? Na, habe ich das jetzt nicht gemacht? Ich sollte doch ein Bild von meinem Computer schicken. Habe ich doch gemacht. Also ich muss, also wie gesagt, unsere Webseite sehen. Ach so, dann soll ich nochmal so ein Foto schicken, wo Sie die Webseite denn von sich selber sehen. Ja, also wie Sie gesagt haben, dass Sie sehen also dieselbe Webseite, die ich geschickt habe. Stimmt das? Das habe ich nicht verstanden. Sie haben mir gesagt, also Sie sehen dasselbe Webseite, die ich geschickt habe. Das ist ganz schön schwierig da bei Ihnen, aber bei PayPal geht doch das sonst viel einfacher. Da gehe ich doch auf PayPal und mache sonst die E-Mail-Adresse da bloß rein und dann kann ich ja überweisen. Ja, aber schauen Sie mal, also Sie müssen also einfach einen Screenshot von unserer Webseite machen, nicht vom Computer. Also soll ich näher rangehen mit dem Handy? Hallo? Ja, also schauen Sie mal, also wenn wir also mit PayPal das nicht machen könnten, dann ich glaube, dass wir per Online-Banking das machen können. Sie haben gesagt, dass Sie Online-Banking haben. Ja, das habe ich auch. Aber normalerweise, wenn ich das jetzt auf PayPal mache, muss ich doch bloß eure E-Mail-Adresse eingeben. Ja, also schauen Sie mal, also mit PayPal können wir das nicht machen. So, ich dachte, das geht mit PayPal. Wie bitte? Ich dachte, das geht mit PayPal. Ja, aber ehrlicherweise haben wir oder Sie irgendwelche Probleme. Also wenn, also Sie sehen dasselbe E-Mail, nicht E-Mail, das ist die Webseite, die ich Ihnen geschickt habe. Ach so. Also müssen wir das jetzt anders also machen. Also ich schicke dann jetzt unsere Bankverbindung, also per E-Mail-Adresse, und dann können wir also per Online-Banking das machen. Ja. Ja, also Online-Banking, ja, also können Sie das jetzt, also das jetzt machen? Ja, können wir machen, ja. Ja, okay, also dann schreibe ich Ihnen unsere Bankverbindung. Einen Moment bitte. Ja. Ja, also jetzt schicke ich Bankverbindung. Also nochmal per E-Mail denn? Ja, per E-Mail, genau. Okay. Und einen Moment bitte. Ja. Also hier muss ich richtig Verwendungszweck schreiben und Sie müssen dann also Verwendungszweck überprüfen. Ja. Ja, einen Moment bitte. Ja, also das habe ich geschickt. Also Sie haben jetzt per E-Mail geschickt jetzt? Also per E-Mail-Adresse, ja. Also, dann gucke ich da nochmal rein. Ist noch nicht angekommen. Ja, also ich habe jetzt geschickt, also vermutlich müssen wir ein bisschen warten. Naja, aber es dauert bei mir manchmal so 10 Minuten, bis die E-Mails ankommen. Also ich glaube, das ist nicht immer so. Also das ist maximal eine Minute. Also das ist schneller sein, das wird schneller sein. Ja, mein Computer ist schon so alt, wissen Sie, da dauert das manchmal. Ja, aber also das hängt nicht vom Computer ab. Nee? Das hängt vom Internet. Ach so, na gut, vielleicht ist das auch alt. Wie bitte? Ich sage, vielleicht ist das ja auch alt. Internet auch alt? Ja. Ja, aber auf dem Bild, Ihr Computer ist ganz modern, also ganz neu. Ja, aber da ist ja nur das Gehäuse neu. Ich habe da das alte Innenleben wieder drin.
Ja, und was haben Sie dort? Wie meinen Sie? No, also, Sie haben gesagt, Sie also, haben Sie nicht so gute. Was haben Sie? Verstehe ich nicht. Jetzt habe ich eine E-Mail von Michelle. Michelle. Ja, genau. Hier steht jetzt Welcome Gerold Steiner. Aber ich glaube, das ist nicht für mich. Hier steht Investing Instructions in Siede. Was steht? Investing Instructions in Siede. Nein, also das habe ich nicht geschickt. Und dann ist das noch was anderes. Ja, und also ich habe gesagt, dass Sie also der Computer haben, ja? Ja, der ist nicht so schnell. Ja, und was haben Sie drin? Wie meinen Sie? In einem Computer. Also welche Prozessrechner sind Sie? Oh, das weiß ich nicht. Das ist schon alt. Und wie wissen Sie, dass er ziemlich alt ist? Na, weil ich den schon über 10 Jahre habe. Das ist nicht so wichtig. Ja. Also ich drück mal hier nochmal auf Aktualisieren, vielleicht kommt das jetzt. Ja. Haben Sie also Ihr E-Mail überprüft? Ja, da bin ich gerade drin, da mache ich gerade auf Aktualisieren. Ja. Ja. Das lädt jetzt. Warten Sie, das ist der neue. Nee, ist aber noch nicht angekommen. Ich kann das nochmal. Ja. Also schicken. Ich kann einfach hier hinfassen. Da muss ich. Ja, dann schicken Sie mal nochmal. Ja, also ich habe das geschickt nochmal. Ich habe Sie da so unsere Web, also diese Webseite neu ein. Ja. Wo kann man eigentlich, wo kann ich mich ja eigentlich einloggen auf der Webseite? Wie bitte? Ne, ich bin jetzt hier auf eurer Seite. Wo kann ich mich da einloggen? Auf welche Webseite? Na, dieses Magnatus. Ja, aber Sie haben dort irgendwelche Fehler. So, jetzt machen wir eine Banküberweisung. Ja, aber kann man sich dann nicht bei euch einloggen? Also, ich weiß das nicht genau. Ja, aber wie gesagt, Sie können das mehr schneller und mehr bequemer, also per Online-Banking das machen. Also brauche ich da nicht auf eure Webseite gehen? Wie bitte? Dann brauche ich da nicht auf eure Webseite gehen. Nein, also ich habe also eine Bankverbindung per E-Mail geschickt. Gucken wir nochmal, weil da ist noch nichts da. Ja, also Sie müssen Ihre Webseite laden. Ja, vielleicht mache ich nochmal zu und nochmal neu auf. Vielleicht braucht es irgendwie, dass man das neu laden muss. Ja, überprüfen Sie das bitte nochmal. Ja, ich mache nochmal zu. Haben Sie das gefunden? Ja, ich logge mich gerade nochmal ein. Also das lädt jetzt schon. Das, mal gucken. Ja, prüfen Sie das bitte.
So, jetzt habe ich hier nochmal drei neue Nachrichten bekommen. Da steht einmal info@tesla.co.uk und da steht Bild untersucht die Wahrheit über das geheime System. Soll ich da drauf drücken? Ich weiß nicht, was für eine also Nachricht ist das. Und dann habe ich hier nochmal was von info@tesla.co. Da steht, die Höhle der Löwen macht Schweizer reich mit Öl. Also ich habe die ersten Link geschickt mit Magnatus. Dann mit unser Bitcoin-Konto und dann wurde er auf ihre E-Mail-Adresse. Nee, das ist ja nicht angekommen. Da ist jetzt hier nur noch mal. Ich habe mir also von ein Bild geschickt. Von Tesla. Und ich habe auf dieses Bild geantwortet. Ja, aber hier ist jetzt noch mal von Tesla was gekommen. Ich weiß nicht genau. Hier steht Bild unter. Ach, jetzt kommt Bankverbindung. Jetzt ist was gekommen. Jetzt sehen Sie Bankverbindung? Wahnsinn, da muss ich erstmal draufdrücken. Das lädt jetzt hier erstmal wieder. Ja. So. Da steht Empfänger. Ja, Empfänger. Das ist Zeller. Ja. Da steht Lars Hessel. Und dann habe ich jetzt hier IBAN Kontonummer DE. Ja, alles korrekt. Und, okay, warte. Alles ist korrekt, oder? Ja, und da soll ich mich jetzt einloggen, ja? Wie bitte? Ich sage, da soll ich mich jetzt einloggen. Also ja, also machen Sie dann eine Überweisung auf Ihr Konto. Ja. Und dann schicken Sie mir bitte also Bestätigung der Überweisung, also eine Quittung oder einen Screenshot also von Überweisung. Und also ich leite diese Information weiter und ich reserviere für Sie einen Platz in unserer Finanzberater. Und schicke ich dann sofort weiter. Und wir dann warten auf die Bestätigung von der Bank und dann sofort kontaktiere ich mit Ihnen. Okay. Also soll ich jetzt die Überweisung fertig machen? Ja, also dann machen Sie bitte diese Überweisung per Online-Banking und ich warte auf die Bestätigung. Wie meinen Sie das mit Bestätigung? Wie bitte? Wie meinen Sie das mit Bestätigung? Also ich meine nur Screenshot der Überweisung. Oder Sie können einfach Verlauf der Transaktionen, Verlauf der Transaktionen machen. Das verstehe ich nicht. Ja, also, ja, einfach also die Bestätigung. Was ist damit? Wie bitte? Was ist damit? Ja, also das ist Bankverbindung und also Sie müssen hier also 250 Euro überweisen auf der Konto. Ja, das mache ich ja jetzt gerade. Ja, okay, also dann warte ich auf die Bestätigung. Und machen Sie bitte ein Foto von der Bezahlung. Na, wie meinen Sie das mit Bestätigung? Das verstehe ich nicht. Wenn ich überweise, dann sehen Sie das doch dann in 2 Tagen. Ja, Sie überweisen also das Geld. Ja. Und machen also ein Screenshot der Überweisung. Also das ist eine Bestätigung. Und dann warten wir auf die Bestätigung von der Bank. Also wenn also meinen, das Geld auf Ihr Konto sein. Sie meinen, ich soll ein Bild von der Überweisung machen? Wie bitte? Sie meinen, ich soll ein Bild von der Überweisung machen? Ja, genau. Warum brauchen Sie denn das? Wenn ich überweise, dann ist das doch auf Ihrem Konto, da brauchen Sie doch kein Bild. Ja, also Sie können einfach diese also Bankverbindung benutzen. Jetzt habe ich das rausgeschickt, ja.
Haben Sie das gemacht, ja? Ist jetzt überwiesen, ja. Ja, und machen Sie bitte also einen Screenshot. Verstehe ich nicht. Also bitte, also bestätigt die Überweisung. Na, also Sie brauchen jetzt ein Bild von der Überweisung. Also ich meine, Sie haben eine Überweisung gemacht, ja? Ja. Und was sehen Sie jetzt auf Ihr Handy? Na, ist fertig. Ja, und machen Sie bitte einen Screenshot. Ja, aber ich verstehe nicht, warum. Also das ist wie eine Bestätigung. Dann warten wir auf die Bestätigung von der Bank und das ist so. Na, aber wenn ich überweise, dann zeigt das doch Ihre Bank dann schon an, wenn das Geld da ist. Ja, da, das wird von 1 bis 2 Tagen dauern. Und jetzt können Sie mir ein Foto schicken und ich kann sofort einen Platz für Sie reservieren. Ja, das ist ja nicht schlimm, da warte ich dann die 2 Tage. Also von 1 bis 2 Tagen. Also heute ist der 1. und morgen ist der 2. Genau, das warte ich dann. Ja. Und wurde das Geld abgebucht? Das Geld ist weg, ja. Ja, okay. Also, dann werden Sie einen Screenshot der Überweisung machen, oder? Ja, aber ich verstehe nicht, warum ich das brauche. Sie sehen doch das denn in 2 Tagen. Ja, okay. Also dann warten wir auf die Bestätigung von der Bank und ich werde mit Ihnen also sofort kontaktieren. Und dann leite ich sofort zu unserer Finanzabteilung. Ja. Darfst du denn jetzt darfst du denn jetzt schon das Glöckchen klingeln oder muss da zuerst das Geld da sein? Also, wie gesagt, wir warten auf die Bestätigung von der Bank. Also dann werden wir werden das Geld auf Ihr Konto sein. Dann rufe ich Sie sofort an. Ah, da kann man dann mit dem Glöckchen wieder klingeln. Also morgen werden wir nochmal kontaktieren. Jetzt warten wir also von der Überweisung der Bank. Wie meinen Sie das? Also, Sie haben also das Geld überwiesen. Ja, und jetzt warten wir, wenn dieses Geld auf Ihr Konto sein. Wissen Sie, was ich gerade gemacht habe? Wie bitte? Wissen Sie, was ich gerade gemacht habe? Also, Sie haben eine Überweisung gemacht. Sie haben ja hier ein deutsches Konto geschickt von der N26 Bank. Ja, genau. Ja. Das Konto habe ich gemeldet. Ja. Damit die Bank das Konto schließen kann. Zumindest erstmal das Geld zurückhalten. Auch von allen anderen Opfern. Dass das Geld da nicht mehr abgehoben werden kann von eurem Mittelsmann. Das ist jetzt gemeldet. Ja, also wie gesagt, wir warten auf die Bestätigung von der Bank. Ja, die einzige Bestätigung, die ihr von der Bank bekommen werdet, ist, dass das Konto nicht mehr benutzt werden kann. Also ich habe jetzt hier von N26 habe ich auch eine Eingangsbestätigung, dass das erfolgreich gemeldet wurde, das Konto. Ja, also ich habe verstanden. Dann warten wir, wie gesagt, auf Ihr Geld und dann werde ich sofort mit Ihnen kontaktieren. Ja, da kommt ja kein Geld mehr. Also da auch von keinem anderen Opfer mehr. Das Konto, das wird wohl erstmal gesperrt sein. Euer Konto. Nein, also wenn Sie das Geld abgebucht wurden, dann alles läuft automatisch. Nee, das ist ja gesperrt. Da kommt keiner mehr ran an das Geld. Das Konto, das mit der 431 am Anfang und mit der 515 am Ende, das Konto, das ist jetzt gemeldet und das ist erstmal gesperrt. Und da mache ich auch gleich bei der Kriminalpolizei dann noch eine Meldung, dass das auch wieder so ein deutsches Konto ist. Ja, also ich weiß nicht, was für ein Problem ist das. Aber wie gesagt, wenn das Geld abgebucht wurde, dann kein Problem. Also, nee, das geht ja nicht. Das geht ja nicht, weil das Konto ist gesperrt. Ah, das kann nicht sein. Doch, ich habe das ja gerade gemeldet. Und die Bank, die Bank N26 nimmt solche Meldefälle sehr, sehr ernst. Und können Sie bitte diese Meldung bei mir schicken? Ich soll Ihnen jetzt das schicken, was ich der Bank geschickt habe, oder was? Ja, genau. Ja, warten Sie, ich lege mal kurz das Telefon an eine Seite, das schicke ich Ihnen gleich. Ja, bitte. Ja, bleiben Sie mal dran. Und Entschuldigung, können Sie bitte wiederholen, welche Nachricht haben Sie bekommen? Ich schicke Ihnen jetzt gleich eine Kopie, warten Sie mal.
So, ich habe ihn jetzt geschickt. Das ist jetzt die Kopie. Ich höre Sie ein bisschen schlecht. Was haben Sie gesagt? Ich sage, ich habe Ihnen jetzt die E-Mail rausgeschickt. Also Sie haben jetzt die Kopie von dem, was ich zur Bank geschrieben habe. Haben Sie geschickt, ja? Ja, das habe ich an Ihre Adresse jetzt geschickt. Da ist jetzt die Kopie von der E-Mail, die ich an die Bank geschrieben habe. Also ich versuche das jetzt finden. Moment bitte. Ja. Sie wollten ja eine Kopie davon haben. Habe ich jetzt an Ihre E-Mail-Adresse auch weitergeleitet. Ja, also ich habe verstanden. Also dann warten wir. Also ich habe noch nichts bekommen. Ja. Ist aber schon rausgesendet. Also ging jetzt schon raus die Nachricht. Ja, also vermutlich also haben wir also alte Computer. Also bei euch jetzt sind alte Computer oder wie? Bei euch auch. Ich habe das Geld gesagt. Ja, mein Computer ist schon ein bisschen älter, ja. Ja, also dann warten wir also 10 Minuten, wie Sie gesagt haben, oder? Nee, beim Raussenden geht das eigentlich ganz schnell. Also es müsste jetzt schon da sein. Dann warten wir, also ich sehe jetzt nichts. Also ich kann warten, das ist nicht das Problem. Ich meine, wenn wir hier länger in der Leitung sind, dann können da wenigstens keinen anderen bescheißen. So, ist jetzt die E-Mail angekommen? Ihre E-Mail? Ja. Noch nicht, wie gesagt. Ist ja komisch, dass das jetzt so lange dauert. Vorhin kam doch die E-Mail auch gleich an. Also vermutlich, wie gesagt, wir haben auch also nicht so neue Computer. Also dann müssen wir ein bisschen warten. Ja. Und wie lange arbeiten Sie da schon? Also bei dieser Arbeit? Ja. Also hier arbeite ich 7 Monate. Seit 7 Monaten? Okay. Ja, genau. Und warum? Ab März. Ja. Und warum? Warum? Ja. Also, ich bin noch also neugierig in dieser Branche und ich wollte also etwas für sich selbst finden. Dazu muss man nicht so etwas wissen, um also mit den Leuten zu sprechen. Ja, aber gab's da nichts Anständiges? Einen Moment bitte. Ist die E-Mail jetzt da? Ja, komischerweise, aber nein. Also dann warte ich auf Ihre E-Mail. Soll ich die normal senden? Wie bitte? Ich sage, soll ich die E-Mail nochmal schicken? Ja, also vermutlich können Sie nochmal das machen. Ja, das ist ja kein Problem, denn schicke ich die E-Mail nochmal raus. Kleinen Moment. So, gehe ich jetzt hier nochmal auf den Posteingang. Ja, okay, also dann warte ich auf Ihre E-Mail. Und dann werde ich nochmal mit Ihnen kontaktieren. Dankeschön. Nee, wir können ja so lange am Telefon bleiben. Das ist ja nicht das Problem. Wie bitte? Ich sage, wir können ja so lange reden. Das ist ja nicht das Problem. Ja, also vermutlich das kann 10 Minuten dauern, wie Sie gesagt haben. Dann, das ist nicht so... Nee, das dauert ja nur 10 Minuten, wenn ich eine E-Mail bekomme. Wenn ich eine selber verschicke, dann kommt die normalerweise sofort an. Aber ich schicke mal nochmal. Also wie gesagt, wir haben auch also ein alter Computer. Ja, ich hab jetzt nochmal geschickt. Ich habe die E-Mail jetzt nochmal rausgeschickt. Also die müsste jetzt da sein. Sprichst du jetzt nicht mehr? Ja, also wie gesagt, komischerweise, aber nein. Also dann machen wir so. Also ich kann in 10 Minuten Sie anrufen. Nee. Also nee, wenn, dann müssen wir so lange am Telefon bleiben. Ja, okay, also dann bleiben wir. Ja. Und gab's da keinen besseren Job als den? Hey, das Hörspiel ist zwar schon zu Ende, aber ich würde dich trotzdem gern bitten, den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst du keine neuen Videos mehr. Jeden Samstag gibt's ja aktuell ein neues Hörspiel. Vergesst den Daumen nach oben nicht und das Glöckchen natürlich auch, wenn ihr eh schon am Klicken seid. Ja, dann kriegt ihr direkt eine Nachricht, wenn es ein neues Video auf diesem Kanal gibt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.